So, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu Aetna bricht aus. Ab heute wird auf dem Kanal ausgebrochen. Wir wechseln nochmal das Genre. Wir haben gestern ein bisschen Dead Space 2 gespielt, das wird auch weitergehen. Ich werde jetzt hier so ein bisschen alternieren zwischen den Spielen. Das kommt mir ganz gelegen, mal ein bisschen Abwechslung immer reinzubringen. Aetna bricht aus, ist im letzten Stream so aufgekommen als Idee, das mal zu spielen. Und das hatte mich schon immer interessiert, als es rauskam. Ich glaube, rausgekommen ist es 2008, also vor 12 Jahren. Und so thematisch hat mich das interessiert, weil ich glaube, Aetna ist Insasse in einer... Oh, ich bin recht leise. Was sagt denn das Mikro? Das Mikro kann ich noch ein bisschen lauter machen. Ist besser? Ist besser jetzt? Oh, jetzt ist sogar im roten Bereich, wenn ich das richtig sehe hier. Ich mache mal kurz auch bei mir den Ventilator ein bisschen leiser. Der könnte vielleicht ein bisschen Nebengeräusche machen. Jo. Das Spiel hat ja auch gleich noch eine Lautstärke hier. So. Ja, das ist im letzten Stream aufgekommen und es hatte mich interessiert, so vom Setting her, weil soweit ich weiß, ist Aetna eine Insassin in einer Nervenheilanstalt oder etwas Ähnlichem. Ich denke, daraus gilt es auszubrechen und ich mag gerne Spiele, die mit psychischen Erkrankungen auch sich beschäftigen. Sagen wir mal so, es ist so ein bisschen aus eigener Erfahrung, die da einfließen kann. Ich habe vor kurzem auch noch Frenbo gespielt. Das ist auch ein Spiel, wo auch ein junges Mädchen durch ein Trauma in einer Nervenheilanstalt gelandet ist. Aber das ist weniger ein Comedy-Adventure gewesen. Ich vermute eher, dass Aetna jetzt ein bisschen Comedy sein sollte. Ist wie ein Familientreffen. Ich hoffe, ich verstehe die Charaktere dann. Das Spiel, mal gucken, ob das Spiel gleich zu laut ist. Wir werden es mal sehen. Erstmal gucken, ob ich hier noch was einstellen muss. Das Deutsch ist okay. Das ist ein bisschen verwirrend hier. Das hatte ich mich am Anfang ein bisschen verwirrt hier. Diese Buttons auf Ton, die sind hier weiß. Aber weiß heißt, sie sind angewählt. Und so wäre abgewählt. Aber eigentlich würde ich eher sagen, das ist angewählt und das ist abgewählt. Vom User Interface nicht ganz so gut gemacht hier. Weil weiß ist normalerweise immer... Ja, weiß ist immer normalerweise der Punkt, wenn es nicht ausgewählt ist. So, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich kenne es gar nicht. Ich habe es noch keine Minute gespielt, weder damals noch heute. Habe ich jetzt richtig eingestellt? Ja. Wir spielen in 5120x2880 Pixeln. So eine hohe Auflösung, das spiele ich selten mit. Ja, aber absoluter Wahnsinn. Ja, genau. Und wir können auch... Warte mal, wie ist denn die Tastenbelegung? Man kann irgendwie während des Spiels zwischen der alten und der neuen Grafik wechseln, glaube ich. Genau, hier kann ich Spielmodo Anniversary. Ich würde aber gerne mit der neuen Grafik spielen. Ja, jetzt rechnen wir mal nach. Wie häufig passt 320x200 in 5120x2080? Wie viele kleine Fenster würden da reinpassen? Tastenbelegung für den Wechsel habe ich jetzt nicht gefunden. Naja, wir schauen mal nach. Ich klicke jetzt mal auf neues Spiel und mal gucken, ob ein Intro kommt. Dann sprechen wir uns gleich wieder, wenn das Intro vorbei ist. Bis dann. Das ist auch mein erstes Daedalic Adventure, wenn ich das richtig sehe. Zumindest, was ich komplett spielen möchte. Und ist Deutsch eigentlich der Originalton? Es ist ja eine deutsche Firma. Was wäre ein Adventure ohne Piraten? Ein Point-and-Click-Adventure. Cthulhu Aetna. Okay.
Nehmen wir direkt im Spiel. Ich glaube, der Hase, der ist HW, ne? Oh, geht noch nicht los. Kommt noch was. Was ist los? Ach, nichts. Du, bidu, 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 bidu. Das Spiel laut genug? Oder soll ich es ein bisschen laut? Ne, ich kann es gar nicht lauter machen. Sehe ich gerade. So, da sind wir schon im Spiel. Das war ein kurzes Intro. Sie hatte wohl gerade eine Wahnvorstellung gehabt, oder? Wo sie ein Monster auf hoher See war. So, jetzt haben wir Aktion auswählen, Standardaktion. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Okay, rechte Maustaste ist anscheinend direkt untersuchen. Und hier, ah, hier habe ich ein Rad, okay. Kann ich eigentlich auch? Ich habe den Controller angeschlossen. Sieh mal, Harvey. Oha, du hast ein Stuhlbein gefunden. Meine Heldin. Ah, nee, Controller funktioniert nicht. Ich dachte, der Controller wird vielleicht funktionieren. Ich habe ein Stuhlbein gefunden. Kann ich das nehmen? Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Okay, Stuhlbein. Das ist ein Schlagstock. Item wählen mit mittlerer Maustaste, okay. I ist für Inventory, okay. Was kann Harvey denn machen? Ist das so ein bisschen wie bei Max? Im Original hat man noch vier Worte. Das ist mein alter Kumpel Harvey. Mal sehen. Ich weiß nicht, wie die Tastenbelegung. Ich probiere mal die F-Tasten durch, ob es irgendwo auf die alte Grafik wechselt. Ja, oh, ich habe einen Screenshot gemacht. Das war ich F12. Welche Taste könnte das denn sein? Weil ich meine, im Trailer gesehen zu haben, dass man on the fly wechseln kann. Na, egal. So. Gibt es hier Hotspots zum Anzeigen eigentlich? Das mal ist das Tab, ist das normalerweise? Nee, Space. Doch, ah, Space. Space ist für Hotspots. Sehr schön. Bin begeistert. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Wenn du Harvey mit einem Gegenstand benutzt, gibt er einen Kommentar dazu ab. Okay, probieren wir mal. Ich glaube, das hat er ja schon. Guck mal, Harvey. Ich habe ein Stuhlbein abgeschraubt. Du bist ein Genie, Edna. Wenn es doch nur eine scharfe Kante hätte. Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Ist eins der Polster... Ah, das ist ja mit dem Tisch. Eins der Polster aufschneidbar. Tisch? So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Okay, sie hat Amnesie oder so, ne? Scheinbar. Ich meine, wir sind ja auch komplett reingeschmissen worden in diese Situation. Das ist alles neu. Was kann ich denn hier ansehen? Benutzen? Reden? Okay. Das hatte kaum einen Effekt. Wenn ich doch nur etwas Spitzes hätte. Ja, zum Aufschneiden. Zum Aufschneiden reicht das aber noch nicht. Was haben wir denn noch hier? Gitter, Tisch. Kann ich ein Tischbein abschrauben? So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Okay. Überspringen ist mit rechter Maustaste, wenn man die Dialoge schon kennt. Was habe ich hier? Benutzen, nehmen, benutzen, reden, ansehen. Ich habe mein Stuhlbein gemacht. Yeah, Baby. Mein schön. Aber ist die Bude auseinander. Oder ist er jetzt spitz, weil er abgebrochen ist? Ich schäme mich so. Och. Ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet. Das haben wir gemeinsam, ne? Diese Personifizierung von Gegenständen. Hey, Klaps, moin moin.
Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich weiß nicht, ob du dieses Spiel kennst. Ist ja verhältnismäßig neu für meinen Kanal, obwohl Thimbleweed Park wäre von 2017. So, ist jetzt. Und mal. Ich schäme mich so. Na, ist ja Fried Stuhlbein. So war das Auswählen, genau. Mittlere Maustaste und. Das klappt so nicht. So, jetzt aber, warte mal. So. Muss ein bisschen an die Steuerung gewöhnen noch. Schlitz. Schlitz. Wir können jetzt auch Tic-Tac-Toe spielen oder so. Vier gewinnt. Ich weiß nicht, ob sie da oben dran kommt. Edna schlitzt auf. Ja, was erwarte ich denn hier eigentlich? Ich weiß nicht, was ich mich hier erwarten sollte, aber mein Gott, solange es geht. Vielleicht ist ja irgendwo ein Lüftungsschacht hinter. Kann man in Edna sterben? Ich gehe mal nicht davon aus, ne? Ist ja ein modernes Adventure. Also häufiges Speichern, ist das angebracht oder ist das nicht nötig? Das frage ich mich gerade. Der Kruxel wüsste das vielleicht. Das wird jetzt nicht alles umsonst sein, was ich hier mache. Ich kann die Tür auch aufschlitzen. Komme ich da oben zum Schlitzen hin? Oh ja. Kennst du nicht? Ja. Das ist ein deutsches Adventure von 2008. Aber Sackgassen gibt es eigentlich nicht. Okay, das ist gut. Speichern ist immer sinnvoll. Das ist eine gute Weisheit. Wir wünschen uns doch alle eine Quick-Save-Funktion fürs echte Leben, ne? Vor jeder schwierigen Situation einmal F5 drücken. Da! Ist was los. Da ist was anderes. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Sehr gut, Edna. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Da ist doch was hin. Da ist doch was drin. Ha! Sie boxt. Kann ich Harvey damit benutzen? Warte mal, Harvey. Jetzt will ich es noch weniger. Ein Kunstwerk. Was meinst du mit Herbstziel? Achso, Herbstziel wären 75 Follower. Im Augenblick sind es 52. Das ist was, das Herbstziel. Bis Ende September mal auf 75 zu kommen, wäre das Ziel. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Okay. Ich schneide die restlichen auch mal auf. Nicht schlecht, so einen Sofabezug an. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, an das Itemrad hier. Ich glaube, das wird ja hier, das hier wird. Sehr schön, das freut mich. Aktives Mitgucken ist super. Reingeschaut habe ich jetzt schon, ne? Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Ja, bei. Ich habe es verstanden, auch ohne Korrektur. Jetzt will ich es noch weniger. Bitte. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Okay, es ist gar nicht mal so ich nehme das als ja. Unlogisch, dass sie mit jedem Gegenstand sprechen kann. So von ihrem Charakter her. Warum sollte ich es noch weiter zerstören? Kann ich den Stuhl aufstellen nochmal? Wieso? Er ist kaputt. Gut. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade. Kein Kratzer. Kann ich Krach machen an dem Gitter? Klapper, klapper. Freiheit! Freiheit! Ich will hier raus. Vergiss es. Standardaktion ist rechte Maustaste. Ja, das war rechte Maustaste. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Kann ich denn... Mal gucken.
Hey, komm mir damit nicht zu nahe. Das sieht so aus, als könnte es wie Butter durch Gewebe schneiden. Gibt ja echt viele. Was mit dem Tisch? Kann ich nicht. Genau, ich versuche mal den Tisch umzuwerfen oder so. Aber ich rede mal mit dem Tisch erst. Stehen bleiben, Tisch. Stehen bleiben, Tisch. So einen hätte ich. Ah ja, das haben wir schon gehört. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Wie alt ist Edna wohl? Also sie kommt mir ja so vor, weiß ich nicht, so wie 16, 17, also unter 20 kommt sie mir eigentlich vor. Schwer einzuschätzen. Mit dem Stofftier können sie auch noch jünger sein. Wozu? Du bist langweilig, Tisch. Nein, es ist bereits kaputt. Und der Tisch hat mir nichts getan. Na gut. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ach ja. Die sieht aus wie 12 oder 13. Ja, ist schwer zu sagen. Stimmt. Da muss man... Es stimmt eigentlich. Noch jünger. Ich habe sie jetzt ein bisschen älter vielleicht geschätzt. Ah, vielleicht erfährt man es im Laufe des Spiels noch irgendwie. Ein bisschen mehr über sie. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Okay. Ich habe ein... Was habe ich denn noch für... Ein Kunstwerk. Ha! Jetzt will ich es noch... Bist du eines von diesen... Das hatten wir auch schon. Ich nehme... Ich habe ein... Kann ich ja jetzt hochklettern vielleicht? Habe ich noch irgendwas übersehen? Hab ich alle Polster zerschnitten? Ich glaube, ich verpasse eine Aktion irgendwie. Mein Haarwebe benutzen ging damit auch nicht. Ich schäme mich so. Auch. Ich habe meinen Freund... Randale! Yippie! Ein Anarchistenhase. Hey, Harvey! Willst du Notaufnahme spielen? Nur wenn ich der Chirurg sein darf. Dann lieber nicht. So ein bisschen sind die beiden ja wie Sam und Maxi, ne? Nur alles kaputt machen. Ich häng. So, Spiel ist vorbei. Ich komme nicht weiter. Zerschlitztes Polster. Wenn du noch 30 bis 60 Minuten die Zelle verlassen, wird das Spiel auch abwechselnd. Vielleicht darf man hier auch, vielleicht ist das ja auch irgendwie so eine kleine reelle Erfahrung, wie man sich wirklich in so einer Zelle fühlt. Man wird hier in 30 Minuten drin gelassen, ohne dass man was machen kann und wird dann nach 30 Minuten automatisch rausgeholt. Ich spreche nochmal mit dem Gitter. Oder Harvey, lass ich mal ans Gitter gehen. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Vielleicht ist es auch ein... Nein, meine Zähne sind das Frottee. Das ist vielleicht ein Escape the Room Spiel. Es gibt nur diesen einen Raum, ne? Hey! Hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Aha, ich wusste doch, irgendwas passiert hier noch. Wo bin ich hier? Wer bin ich? Warum kann ich mich ja nicht erinnern? Warum ist es so heiß hier drin? Warum ist es so heiß? Das passt gerade gut. Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Damit wäre diese Idee weg gewesen, die ich gerade hatte. Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. Okay. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Ich kann gleich nochmal versuchen, den Stuhl mit dem Stuhl ans Polster zu klettern. Aber scheint, der Dialog bringt ja uns auch weiter hier. Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Aber wenn du mit 12 in so einer Anstalt ist... Bin ich denn krank? Die Arme. Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Sind das die gleichen Sprecher wie im Original?
Die kommen mir schon sehr so 2015 bis 20 vor, die Sprecher hier. So ein bisschen YouTube-Slang haben die. Nicht von 2008. So von einer Art zu sprechen. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnt ihr nicht einmal mehr zum Klo gehen. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erkennen. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Behandlung? Was für eine Behandlung? Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Wächterturnier? Oha. Dann bist du sicher bisschen Sportler. Honig und Bart schmieren. In einer Mannschaft oder so? Oh. Ich spiele Golf. Minigolf. Yep. Du könntest mich herauslassen und mir was vorgolfen. Okay. Und welchen? Ja, ich werde mal ein bisschen weiter du ein bisschen. Du könntest mich herauslassen und loben. Mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten Dr. Marcel. Zu lassen. Okay. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Ja, bitte. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stelle dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Hat doch funktioniert. Riesel, Riesel. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Was ist denn da runtergefallen gerade? Ist nur Dreck, ne? Mal gucken, ob ich ohne Stuhl da reinkomme. Unter diesem speziellen Polster scheint es noch weiter zu gehen. Benutzen. Mit bloßen Händen komme ich hier nicht weiter. Dann vielleicht doch mit dem Gerät hier. Schlitz, Schlitz. Da ist immer noch ein Gitter davor. Ventilator, Gitter, Zelle, Schraube. Mein Multifunktionsstuhlbein kann das auch schrauben. Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Ja, das ergibt Sinn. Aber ich könnte mein Stuhlbein schon mal da reinstecken, damit der Ventilator ausgeht. Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Oh, was am Arsch. Schnell was. Danke für die Trinkerinnerung. Für die Wassererinnerung. Seine große Flasche dafür hingestellt. Ist das jetzt ein Kreuzschraubenzieher geworden durch das Anspitzen oder war das nur ein Gag? Es ist ein Schlitz. Gitter? Ich hasse Gitter. Gitter. Da geht's zurück zur Zelle, ne? Ich hasse Gitter. Kanalpunkte sind so geil. Ja, das konnte ich nämlich machen, seitdem ich 50 Follower hatte. Da konnte ich die Kanalpunkte mit reinbringen. Das geht erst ab 50 regelmäßigen Zuschauern oder 50 Followern. Okay, es bringt ja nichts, wenn ich zurück in die Zelle gehe eigentlich. Kann HW das Ding vielleicht anspitzen? Das klappt so nicht. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das?
Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Aber wer erinnert sich an irgendwas? Kann ich 10 Minuten die Luft anhalten? Da habe ich doch die Monkey Islands-Referenz. Mal gucken. Konnte ich 10 Minuten lang die Luft anhalten? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Oh. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Okay. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Zeitreise. Cool. Das heißt, wenn ich HW mit Gegenständen benutze, kann ich in eine Erinnerung eintauchen und irgendwas aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit erleben. Das ist ja interessant. Also, die Schrauben habe ich jetzt schon gemacht, oder? Ich bin bereit, HW. Oder? Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Tempomorphe mich in die Vergangenheit. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Ja, teleportieren, tempomorphen, da ist noch ein Unterschied. Tempus et fugit. So. Das ist ja auf jeden Fall jünger. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Ah, sie erinnert sich. Guck sie mich an. Ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. 10 Jahre. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Harvey ist jetzt viel größer. Was hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder... Alfred. Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Okay, 10 Jahre in der Vergangenheit sind wir jetzt. Sie ist vom... Ich würde jetzt sagen, sie ist so, weiß nicht so. 6 bis 8? Weil, das würde... Also jetzt wird sie... Dann ist sie auf jeden Fall älter als 12 oder 13 in der Gegenwart. Also das kommt dann noch, doch schon hin, dass sie so 18 ist oder so. Sowas um den Dreh. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas... Sie fragt mich gerade, ob sie irgendwie so X-Men-Kräfte hat, dass sie Schrauben ohne Werkzeug öffnen kann. Eine langstielige, stabile Hake. Eine langstielige, stabile Hake. Was ist denn das andere? Thema auswählen Hake? Ja. Ob Edna etwas mit dieser Hake anstellen kann? Was ist denn das für... Achso, jetzt kann ich... Achso, jetzt ist das... Sie ist der Mentor weiblich aus X-Men. Da habe ich ja nämlich auch gerade gedacht, dass sie irgendwie so... Oder hat sie so Wolverine-Clown, mit denen sie nachher die... die Schraube lösen kann. Jetzt hab ich hier die Hake, die kann ich ihr wahrscheinlich jetzt zeigen, ne? Damit sie sich erinnert. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Dieser Stapel Holz ist die Heimat unzähliger Spinnentierpopulationen. Und Holzwürmer. Ich könnte Edna fragen, ob sie etwas mit dem Holz anzustellen weiß. Ist ein bisschen umständlich, die Gegenstände zu wechseln hier. Ich wünschte, man könnte mit dem Scrollrad wählen, aber das kann man auch. Das geht. Man kann mit dem Scrollrad die Gegenstände durchwechseln. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug.
Einmal hat Edna Knallfrösche in den Ofen geworfen. Der Ofen war damals allerdings aus. Dafür saß Edna Spielkamerad Alfred im Kessel. Ob Edna etwas zu diesem Ofen einfällt? Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Der gute alte Ofen. Es sind ganz schön viele Gegenstände hier. Ja, bis nachher. Wie lange muss Öl stehen, bis es fest wird? Ja, Keller dauert das nicht so lange. Vielleicht weiß Edna, wie man das Öl verwendet. Ich sollte sie... Ist ein bisschen umständlich jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie... Edna war damals schon so lässig. Ob ich das gerade ein bisschen umständlich mache oder ob ich schon zu Edna wechseln sollte. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Marmeladen, gehören in den Keller, in jeden guten Keller. Das ist Hagebutten-Distelkompott. Naja, okay. Das hat Mathis, Ednas Vater, von Oma bekommen. Mathis bewahrt es im Keller auf, weil es die Ratten fernhält. Eigentlich will ich Edna nur ungern an dieses eklige Kompott erinnern. Hat er aber trotzdem im Inventar, ja, ne? Hacke, Feuerholz. Eigentlich will ich Edna nur ungern an dieses eklige Kompott erinnern. Du kennst erstmal alle Hotspots in die Gesprächsrunde zu packen, dann Edna ein nach und okay, dann muss ich gar nicht immer alles. Okay, das mache ich dann so. Gute Idee. Leer. Edna gehört eigentlich nicht zu den Kindern, die gern mit leeren Schachteln spielen. Ich kann sie ja trotzdem mal fragen. Das spart Zeit auf jeden Fall. Es gibt einen Grund, dass sie im Keller gelandet sind. Der Grund ist, sie sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Vielversprechend. Sie sind eigentlich kein besonders gutes Gesprächsthema. Dass sie einen guten Grund haben, warum ich das so machen muss. Ein Glas mit rostigen Nägeln. Nägel, Damit lässt sich zuverlässig prüfen, ob jemand gegen Tetanus geimpft wurde. Ich frage Edna am besten, ob sie dafür Verwendung hat. Zinnober, Finish Umbra und Kiwi Pastel. Edna bevorzugt eigentlich Fingerfarben. Vielleicht interessiert sie das trotzdem. Das ist interessantes Charakterdesign hier ohne Nase und ohne Mund. Aber es funktioniert trotzdem. Das Fenster habe ich mir noch nicht angeschaut. Das Fenster ist zu. Vielleicht würde ich sogar da durchpassen. Aber ohne Ednas Hilfe komme ich da nicht ran. Schon wieder Escape the Room hier, ne? Vielleicht kann Edna ja das Fenster für mich öffnen. Ich sollte mit ihr darüber sprechen. So, jetzt noch die Türen, dann habe ich, glaube ich, alles. Da sind die Schrauben. Das ist interessant. Die Schrauben halten diese Verblendung dort am Platz. Hey, Kerit, ich grüße dich auch. Edna konnte die Schrauben lösen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie sie das angestellt hat. Hat er sie denn jetzt im Inventar, die... Oh, nein, bleib oben. Geht's gut, Kerit? Heute darf wieder ein bisschen... Was ist das denn hier für ein Item? Ist das Charakterwechsel hier oben? Damit ließe sich die Tür öffnen, wenn nicht abgesperrt wäre. Ob Edna schon probiert hat, einfach die Klinke zu drücken? Habe ich die Schrauben jetzt als Gesprächsthema mit drin? Sie sind das erste Puzzleteil in diesem Rätsel, da bin ich mir ganz sicher. Was ist denn das hier für ein Item? Ah, okay, kann ich Charaktere wechseln, verstehe. Aber ich will ja erstmal die Gespräche führen. So. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Einen Ofen haben wir hier. Ich mache den ersten Aufguss. Okay. Der Ofen hatten wir schon. Öl hatten wir schon. Marmelade hatte ich noch nicht. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. Sehr schön. Bei 30 Grad im Gladenpool, Frau und Tochter. Luxus neben dem Alltag. Ja. Ich habe gerade hier extra noch ein bisschen runtergekühlt, damit wir hier. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Angenehme Atmosphäre haben beim Spielen. Vorher noch einmal gut durchgelüftet und Ventilator auf Hochtouren laufen lassen. Klimaanlage auf Hochtouren laufen lassen. Ich war damals schon so lässig.
Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus... So wie die immer. Aber wir würden noch vor dir. Denk dran, du könntest von dem... Okay, das habe ich gar nicht ganz mitbekommen. Was haben wir? Aber damals... Hey, Edna, kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst nicht dran, Harvey. Meinst du, sonst säße ich noch hier unten? Okay. Das Glas. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, soweit bin ich noch nicht mit dem Plan. Farbtöpfe. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Genau, wir malen eine Tür hin. Albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Du hast einen Gartenpool oder hast du dir ein Planschbecken aufgeblasen? Das ist ja ein großer Unterschied. Gartenpool oder Planschbecken, aufblasbar. Sehe ich gerade erstmal. Feuerholzkarton. Klinke. Hast du schon die Klinke? Langsam glaube ich, dass mit dem Tempo morphen war doch keine so gute Idee. Jetzt aber, jetzt kommt. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Die Schrauben. Keine Sorge, ich schaff das schon. Ja. Dann auch wieder in der Gegenwart weiter. Ist auch, glaube ich, die bessere Anschaffung, gerade in Deutschland. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau denselben Rätseln wie in der Gegenwart. In der Tat. So, ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen, ich bringe uns hier raus. Ich wechsle mal den Charakter und guck, was ich machen kann. Okay, jetzt ist sie dran. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Wieder bei mir schön warm hier unter dem 6000 Liter. Oh ja, das ist die Frage, ob ihr denn das auf die Wasserrechnung schiebt oder ob ihr eigenes Grundwasser habt, ne? Hier unter dem Kopfhörer ist auch schön warm immer. Ich bräuchte eigentlich einen Kopfhörer mit einem Headset noch für den Sommer. Aber sind ja leider nicht so billig, die Headsets. Einfach auf den nächsten Regen warten, ja. Oder so. Zapp. Zeig hier mal, was eine Hake ist. Die Hake ist doch noch gut. Komme ich damit an das Fenster? Tatsächlich, okay. Da wohnen unzählige Spinnen drin. Hallihallo, guten Abend. Bis Broker. Hast du heute auch am Pool gesessen? Wir haben gerade gehört, der Carrot hat heute am 6000 Liter Pool gesessen. Oh, durfte ich das überhaupt sagen? Besser als die 30 Grad Sauna in der Straßenbahn mit Maske. Ja. Ich versuche alles, wenn es geht, mit dem Fahrrad zu erledigen oder zu Fuß im Augenblick und öffentliche Verkehrsmittel zu meiden. Leider kein Pool. Ich will die Spinnen nicht stören. Kann ich Harvey auf die Hake setzen? Kann ich Harvey nicht benutzen? Nee, ich kann Harvey nicht mit der Hake benutzen. Lea. Ist da jemand drin? Nein, ich bin vollkommen leer. Es ist echt ganz schön, dass sie mit allen Gegenständen an Gegenstände redet und sie bekommt sogar ein Wort. Wer rastet, der rostet. Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Mit der Hake einmal runterschubsen. Die können ruhig da oben bleiben. Ja, alles in trockenen Tüchern hier. Die Motten wollten sie nicht, dann will ich sie auch nicht. Igittigittigittigitt. Okay. Ich gehe mal mit ihr zur Tür. Schau mal die Schrauben. Die Schrauben halten eine Verblendung. Was wohl dahinter ist?
Wie hat sie die Schrauben gelöst in der Vergangenheit? Also Best Broker war, glaube ich, noch nicht von Anfang dabei. Ja, genau, das ist viel vertont. Das merkt man aber auch, dass sie sich da Mühe gegeben haben mit der Vertonung. Wir sind gerade in die Vergangenheit gereist, weil wir in der Gegenwart, also in einer Erinnerung von Edna, 10 Jahre in der Vergangenheit, weil in der Gegenwart ist sie in einer Nervenheilanstalt, in einer Gummizelle und versucht hier sich jetzt zu erinnern, wie sie Schrauben gelöst hat, weil wir in der Gegenwart vor einer Klimaanlage sind, die auch Schrauben hat. Und sie versucht sich jetzt in der Vergangenheit zu erinnern, wie sie damals diese Schrauben hier gelöst hat, damit wir es in der Gegenwart auch machen können. Ich glaube, irgendwie Best Broker und Carrot waren von Anfang an noch nicht dabei. Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Ah, die Küche. Wow, das ist unsere alte Küche. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Aber es war gerade ein Blick auf die Tür, es war nicht Blick durch die Tür. Ich spiele jetzt hier auch die, genau, das ist sehr liebevoll designt, aber ich spiele jetzt auch die Anniversary Edition, also das Remaster quasi. Also das Originalspiel von 2008, das sah, glaube ich, noch nicht ganz so aus. So. Das war noch, haben sie noch mal ein bisschen überarbeitet für diese Version. Das ist gerade aktuell für 10 Euro auf Steam zu bekommen, diese Version. Deswegen habe ich das jetzt gespielt und immer direkt gekauft. Was auch sonst. Und wie gesagt, das Thema hatte mich auch sehr interessiert eigentlich. Die Türklinke verspottet mich. Mal sehen, ob sie mit der Türklinke spricht. Du wirst mich nicht aufhalten können, böswillige Klinke. Harvey hat mir versprochen, dass wir hier rauskommen. Und ich vertraue ihm. Jetzt spreche ich auch nochmal mit den Schrauben. Weil Schrauben kann man ja auch besprechen, ne? Jetzt diskutieren wir das mal aus. Wie komme ich an euch beiden nur vorbei? Okay, die Hake. Ja, mit der Hake sicherlich nicht, ne? Ich habe das Fenster aufbekommen. Die eignet sich primär zum Laubhaken. Und weniger, um feinmechanische Manipulationen zu verrichten. Ja, das wirkt jetzt fast so ein bisschen wie so eine. Es ist ja alles so Vektorgrafik hier, ne? Das ist alles digital gemacht. Wassermarsch! Ah, ich muss dann gleich noch ein anderes Wassermarsch machen, dass ich dann. Ich muss noch einen Klogang noch einbauen, glaube ich, bei den Kieseln. Ja. Wie gesagt, die Auflösung ist sehr hoch hier. So, ich wollte eigentlich Harvey durchs Fenster werfen, aber hier kann ich Harvey gar nicht. Guck, ich wechsle nochmal zu Harvey und schaue mir das Fenster an. Der kommt vielleicht jetzt durch. Ja. Du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Oh, wir sind draußen. Die Sonne. Es ist ein herrlicher Tag. Eher flächig, ja. Ich weiß nicht, von wann das Remaster ist, Anniversary Edition, dann könnte, ja, das dürfte dann von 2018 sein. Da hat Dedalic ja schon ein bisschen mehr Erfahrung auch mit Adventures gehabt. Oh, Wassermarsch macht sich bemerkbar. Aber ist eigentlich fängt den Regen auf. Wasser ohne Kohlensäure. Die bietet sich eigentlich nicht unbedingt als Gesprächsthema an. Kommt's trotzdem rein? Ja, kommt trotzdem rein. Die Sonne? Wenn man gar nichts anderes weiß, redet man über das Wetter. Der hat da nicht Unrecht. Das haben wir heute auch schon gemacht. Ja, die Nachbarn. Kann ich nicht interagieren? Die Nachbarn haben. Achso, geht's zu den Nachbarn. Deshalb die umständliche Gesprächssteuerung, richtig. Die führt zurück ins Haus. Vielleicht weiß Edna, wie ich da durchkomme. Ich kann, also der kann ja gar nichts machen, der kann nur Gesprächsthemen sammeln. Aber was hat das mit den Nachbarn denn hier auf sich? Ich gehe mal hinter das Haus. Vielleicht komme ich da zu den Nachbarn. Da sind die Nachbarn. Oh, da sitzt ja wer. Der da. Linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen.
Aber warum sitzt er hier mit Matti zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Verdächtig, ehrlich gesagt. Heil-I entwickelt neue Reime. Hier steht, dass man seit neuestem auch Isel auf Oggen reimen darf. Yippie! Das war schon längst überfällig. Im Nanosilbenlabor des Hermann-Löns-Instituts für angewandte Sprachwissenschaften gelang es Forschern aus dem Fachbereich Chaosphonetik, drei neue Reimpaare im Satzteilbeschleuniger zu isolieren. Künftig wird sich also auch die Endsilbe eng auf Ittel reimen, Ussel auf Egel und Isel auf Oggen. Mit diesen neuen Erkenntnissen erhält die Dichtkunst drei wichtige neue Kombinationen und komplexe Sachverhalte wie »Der Schaffner war ein Schussel, vergaß er doch das Segel« oder »Es dachte sich das Wiesel, ab morgen gehe ich joggen« in Reimform ausdrücken. Okay. Hier steht, dass der Kastaniendieb wieder aus dem Knast entkommen ist. Jetzt müssen wir wohl wieder mehr auf die Kastanien aufpassen. Moment, das ist interessant. Hier steht, dass er sich mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels befreien konnte. Hinweis. Am gestrigen Donnerstag ist der berüchtigte Kastaniendieb aus der Haft entflohen. Die Polizei vermutet, dass es ihm gelang, mit einem abgenagten Zehennagel die Verschraubung des Nassbereichs der Gefängnisbibliothek zu lösen. Die Vermutung basiert auf dem Fund eines Zehennagels, bla bla bla. Ja, das ist doch ein Hinweis, den wir brauchen. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Vielleicht kann Edna ja was von ihm lernen. Das nehme ich auch mal mit. Mysteriös, Linkshänder mit Rechtshänderschere erstochen. Aha. Auf der Nordsee Hallig-Hogel wurde ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet. Sehr seltsam. Grausamen Fund machte ein Messtechniker des Lawinenfrühwarndienstes auf der Nordsee Hallig-Hoge. Als er auf einem Wartungsgang die lokale Langzeitenteisungsanlage, schwieriges Wort, zur Präventiventgletscherung untersuchte. Zwei schwierige Wörter in einem Satz. Im Grabenbereich der Scharfschutzumzäunung, das machen die auch absichtlich mit den Wörtern hier, im Grabenbereich der Scharfschutzumzäunung fand den Leichnam des 39-jährigen Gottfried H. durch 36 Scherenstriche einige bla bla bla. Linkshänder mit Rechtshänderschere ermordet. Sachen gibt's. Aufschreitungen auf dem Kongress der Philosophen. Na, da war was los. Also sehr, sehr seltsame Nachrichten hier. In welcher Realität verhalten wir uns hier? In welcher Welt befinden wir uns hier? Die Zeitschrift heißt Bussi Bär. Okay. Hintertür. Träum ich etwa? Das ist doch Alfred, der Sohn von Dr. Marcel. Edna hat früher oft mit ihm... Er war das nervigste Kind im ganzen Ort. Und hier sitzt er zusammen mit Ednas Vater bei einem Becher Eis. Da stimmt doch was nicht. Können die ihn eigentlich sehen oder ist er eigentlich unsichtbar, weil er ja nur eine unterbewusste Erscheinung ist? Das werden wir gleich sehen. Ich kann es kaum erwarten, Edna davon zu erzählen. Sie wird ausflippen, wenn sie hört, dass Alfred von ihrem Vater zum Eis eingeladen wurde. Das ist Matti, Ednas Vater. Ich kann einfach nicht glauben, dass er mit diesem nervigen Alfred ein Eis isst. Und dass während Edna im Keller eingesperrt ist, das ist wirklich der Gipfel der Ungerechtigkeit. Das spielt wohl auch irgendwo in Hamburg oder so, ne? Irgendwo in Norddeutschland. Das ist Matthias. Ah, hatte ich schon. Ich wollte das Gesprächsthema mitnehmen. Ich kann es kaum erwarten, ja. Edna davon zu erzählen. Sie wird ausflippen, wenn sie hört, dass Matthias mit diesem Alfred bei einem Eis zusammensitzt. Habe ich hier, glaube ich, alles. Aber wir haben ja die wichtige Information bekommen mit den Fußnägeln. Aber was? Komme ich hier noch zu den Nachbarn? Der Nachbarn-Hotspot, der wird mir angezeigt, aber ich kann ihn nicht anwählen. Naja. Regentonne habe ich auch. Die bietet sich eigentlich. Naja. Okay, wir gehen mal wieder zurück und dann gebe ich mal die Info. Er war damals schon so lässig. Die Infos über den. Ich spreche erstmal hier mit
über diese Sachen hier. Ich kann's kaum erwarten. Sie wird ab das Alt. Darüber sprechen wir erstmal. Du redest nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Und sie wurde im Keller eingesperrt. Du redst nie was auf. Schieß los, Mathis. Ah, sagten wir schon. Das kann ich. Nein, da ist doch. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Rat mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Jetzt aber. Schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume. Allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Da haben sie die Animation aber auch gespart hier, wie sie sich den Fußnagel abbeißt. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Das ist wirklich seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Es ist ja irgendwie, wir hatten jetzt diese komische Reimgeschichte, dann diesen Mord, das ist ja alles irgendwie, alles ziemlich surreal, ne? Ist auch das mit dem Kastaniendieb. In welcher Welt leben wir hier? Edna war damals schon. Okay, hatte ich irgendwas noch Wichtiges? Mal übers Wetter reden. Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Muss hier unten im Keller sitzen. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Ich auch nicht. Hintertür? Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. So, jetzt wechsle ich mal wieder zu Edna. Da hat sie ja hier gerade hier den Fußnagel. Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Viel Kalzium gegessen, dann funktioniert das mit den Nägeln. Es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Aber jetzt kommt die Ende der Rückblende. Zurück in der Gegenwart, 10 Jahre später. Nein. Verflucht. Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Ist doch doppelt so groß wie Harvey. An mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Okay. Achso, ich muss mir erstmal den Fuß abbeißen. Oder kann ich das jetzt schon? Was soll ich noch gleich mit den Schrauben machen, Harvey? Benutz deine neue Fähigkeit. Was ist das denn hier? HW1? Was heißt denn HW1? Verstehe ich nicht. Naja, jetzt habe ich zumindest die Fußnägel. Was würde ich nur ohne meine tolle Fußnagelfähigkeit machen? Das ist wahrscheinlich die Fähigkeit, die wir gelernt haben durch die Rückblende, deswegen heißt die hier HW1. So, jetzt habe ich die. Fußnägel sind ausgewählt. Auf damit. Auf damit. Auf damit und letzter. Und jetzt würde ich ja nochmal den Stab da reinhalten. Den Ventilator. Sieh mal, Harvey.
Nee? Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Oder muss ich nochmal mit dem Typen sprechen, dass er der Klimaanlage der abschaltet? Das könnte natürlich auch sein. Das ist in etwa, was eine Currywurst kurz vor ihrem Ableben zu sehen bekommt. Oh, sieh nur, Harvey. Ein Ventilator mit messerscharfen Blättern, die sich mit tödlicher Geschwindigkeit drehen. Der passt genau in meine Sammlung aus Landminen und fliegenden Rasierklingen. Was denkst du? Soll ich den nehmen? Da sagt Harvey auch nichts mehr zu. Harvey? Ich überlege noch. Ich gehe nochmal zur Zellentür und versuche dir nochmal zu besprechen, dass er die Klimaanlage wieder ausmacht, damit ich da durchkomme. Hey! Hallo! Na Süße, was gibt's diesmal? Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun und dich mit etwas Glück müde machen. Mist. Jetzt ist... Kannst du die Klima... Nein, und die... Also macht ihr das nicht. Ich bin... Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Er wird mir wohl nicht helfen. Vergiss es einfach. Das macht er nicht. Lass mich raus. Das ist ein Notfall. Oh, wirklich? Es ist viel zu kühl hier drin. Es ist viel zu kühl hier drin. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein. Die frische Luft für dich und ich mit... Selbst hier hat das nicht gemacht. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich-muss-mal-auf-die-Toilette-Trick. Genau. Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja, sehr gut. Ich habe ja gestern noch gesagt, ich wette, in Edna bricht aus, finden wir auch eine Toilette, weil ist ja das wiederkehrende Muster in meinen Streams, dass wir immer Toiletten in Spielen finden. Deswegen hoffe ich mal, dass wir auch hier eine Toilette finden. Gestern in Dead Space haben wir auch mehrere Toiletten gefunden. Stimmt, das habe ich gesagt, genau. Ich muss dringend auf die Toilette. Wirklich ernsthaft dringend auf Toilette? Nicht mit mir, Schätzchen. Mir ist schwindelig. Ein wenig schwindelig. Ich habe dir doch schon die Klimaanlage angeschaltet. Mehr kann ich nun wirklich nicht für dich tun. Na, er schaltet die wohl nicht aus. Aber ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Eins haben wir noch. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun... Die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. 18 Grad, das ist halb so heiß, wie es heute hier ist. Nicht zu Gesicht bekommen. Oh, ich habe mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Lass mich raus, ich würde gerne mehr. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Stiesel und Sohn. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen so ein Quatsch. Sein Stiesel und Sohn Titanium 7er Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir,
Ich sollte damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Den könnte ich gut gebrauchen, den Goldschläger. Kiste weiß ich nicht. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Sprichst du von so einer Kiste? Tja. Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Da macht ihr richtige Geständnisse hier. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Ob mein Vater wohl auch Minigolfer war? Was sagst du da, Schätzchen? Dein Vater war so einiges, aber bestimmt kein Minigolfer. Was weiß er denn über meinen Vater? Was weißt du über ihn? Genau. Einige Dinge sollten lieber in Vergessenheit bleiben. Oh Mann. Ihr Vater und Minigolfer, du kriegst die Tür nicht zu. Genug gelacht. Was ist das jetzt oder willst du noch was wissen? Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Endlich. Wir mussten tatsächlich den Dialog zu Ende führen. Rüttel, rüttel. Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit, Harvey. Und... Her! Jetzt ist hier Schicht im Schacht, jetzt geht's raus. Kann man ja eigentlich speichern. Ah, er macht auch Autospeichern, oder? Ja, er macht Autospeichern hier anscheinend auch oder so, oder... genau. Jetzt schauen wir mal, gucken wir mal, wie das... So sieht das Original aus. Ah. Gucken wir uns mal eine Zeit lang im Original an. Ist die Animation wahrscheinlich nicht so... Nein, er ist kaputt. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Jetzt gucken wir uns mal die Animation in der neuen Version an. Sieht ein bisschen niedlicher aus in der... Ja, ist ein bisschen sauberer, die Animation. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Okay. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Bam, bam, bam. Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Ist Ihr Vater der Linkshänder-Mörder? Der vermeintliche? Wer ist denn hier unten mit der Gabel versucht? Es versucht jemand mit der Gabel rauszugraben.
Achso, erstmal nochmal das Gitter schauen hier. Fest. Klonk. Das Gitter ist unbeeindruckt. Hallo! Psst! Was tust du? Willst du uns verraten? Wieso? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Sie selbst. Das Zimmer ist leer, ja. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Ja, ich habe ja alle Dialoge sind ja ziemlich lang auch. Deswegen braucht man da auch ein bisschen länger. Ist kein Speedrun, das gebe ich zu. Da geht's zurück zum Schacht. Hier ist ein neues Gitter. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Ein weiteres Gitter. Freiheit. Freiheit! Ich habe ja eher das Gefühl, ich muss in den anderen Raum rein. Da würde ich mir da nochmal... Vielleicht hat das Gitter ja auch Schrauben, oder? Ich kann mir das Gitter nicht anschauen. Schaue ich direkt in den Raum. Und Hulgur sind gegangen. Oder kann ich die Fußnägel damit benutzen? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, okay. Auf ein neues. Funktioniert. Langsam werde ich richtig gut darin. Und? Ui. Also eine Menge hier. Kugelschreiber. Jetzt habe ich einen Kugelschreiber. Dieser Kugelschreiber sieht extrem teuer aus. Soll ich dir ein Tattoo malen, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Kannst du mir einen chinesischen Drachen auf die Schultern malen? Leider nein. Dein Rücken ist einfach zu fusselig. Müssen wir ihn erst rasieren, bevor wir ihn tätowieren. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Ich wollte eigentlich die Schublade aufmachen hier. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ein sehr schöner Tipp. Was? Hey. Was? Ich will auf die Schublade kommen. Wieso geht das nicht? Schublade, so jetzt aber. Nehmen Schublade, benutzen. Abgeschlossen? Zu. Okay. Das macht mich rasend. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Sollten wir die kopieren? Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ah ja. Ich hätte auch gerne so eine markante Unterschrift. Warte mal, da war doch was. Was war da? Was? Also an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Das Unterbewusstsein meldet sich. Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool! Lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Edna. Ich will diese Unterschrift haben. Edna? Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna. Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna! Wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit deinem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen. Ist was drin? Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke.
Ein Poloschläger. Sieh mal, Harvey. Ein Poloschläger. Der soll uns als Schwert dienen. Ein Poloschläger. Damit kann man doch was lernen. Schlag mal unter G wie... nach. Reicht das nicht als Erinnerung? Nee. Lexikon, das. Lexikons, Plural Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Sehr gut, Edna. Das Lexikon ist zwar langweilig, aber ich verbrenne keine Bücher. Zumindest nicht ohne Feuerzeug. Hatte ich aus Versehen nur im Inventar noch gehabt. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. So, es ist auf den Fotos drauf. Das Lexikon ist zwar lang zu mit... Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich. Alfred, oder wie hieß der Junge? Ich will mal wieder Harvey aus. Vielleicht erinnert er sich. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred kann ich mich gar nicht erinnern. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen Hest. Reicht an die- ist das auf dem gleichen jeden Foto das ein gleiche Lernen drauf? Ja. Das etwa ein Lernen. Ich bin nur zur Hälfte drauf. Was hältst du? Ich erinnere mich. Reicht an diesen. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Mörder gefasst. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mattes Konrad den Behörden. Obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe. In diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter, oder Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt überantwortet wird. Er hat ein 8-jähriges Kind ermordet. Wird er sich bei dem 8-jährigen Kind um Alfred handeln? Kann ich das mit Harvey benutzen? Nicht. Kann ja gar nichts benutzen. Sieh mal, Harvey. Das ist mein Vater da auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das kann doch nur eine Zeitungsente sein. Weißt du etwas darüber? Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Seltsam. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Als wäre da ein schwarzer Fleck auf meiner Erinnerung. Ich muss unbedingt herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Mein Vater ist unschuldig. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Eins nach dem anderen. Erst müssen wir hier raus. Dann beweisen wir die Unschuld deines Vaters. Hier heißt mehr Story als Rätsel, ne? In der Tat. Ich habe das Gefühl... Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere... Reicht an die... Ja, dieses zweite Bild hatte nur ein Bild von der Schule gehabt. Ich dachte, deswegen könnte ich hier weiterkommen. Guck mal, Harvey. Dr. Marcells Stuhl. Irgendwie bedrohlich. Als würde ein Schatten von ihm immer noch da sitzen. Igitt, Harvey. Hätte ich nur meine Handwerkerausbildung abgeschlossen, dann könnte ich dieses Fenster wirklich mitnehmen. Es ist verschlossen. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. So, die Tür ist wahrscheinlich... Ist sie offen? Noch was übersehen hier? Nee. Huch! Oh oh! Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Der
Der Minigolf-Fechter, so meine ich hier. Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel? Er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum. Du kommst jetzt mit. Ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Niemals. Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert, ich hab Zeit. Er bleibt jetzt auch hier? Wenn du nicht sofort von der Tür weggehst, hetze ich meinen Kampfhasen auf dich. Fass, Harvey, fass! Kennt ihr die Szene mit dem weißen Kaninchen aus Ritter der Kokosnuss? Da musste ich gerade dran denken. Hey, Hulgor. Was ist? Kommst du jetzt endlich mit? Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getempomorpht. Dort habe ich gelernt, meine Superfußwerkzeug einzusetzen. Du warst schon immer sehr kreativ. Ein Jammer, dass davon nicht viel übrig sein wird, wenn Dr. Marcells Therapie endlich anschlägt. Los jetzt! Ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Willst du? Na? Ich habe geheime Psykräfte. Einen Schritt näher und ich verwandle dich in eine Bulldogge. Ach ja? Boga! Es hat geklappt. Ich wusste ja gar nicht, was in mir steckt. Lass den Unfug und komm endlich her. Ich sperr dich zurück in deine Zelle. Also wir... Niemals! Wir haben ja gerade bei dem Wächter gelernt, dass es schon sinnvoll ist. Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na? Die passende Dialogoption zu finden. Ich musste auf die Toilette und hab mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht? Na? Ich hatte Hilfe von außen. Von wem denn bitte? Von deinem toten Vater? Mein Vater ist tot? Ist auch tot, okay. Du erinnerst dich zwar nicht an alles, aber diese Anstalt ist jetzt dein Zuhause. Schon seit langer Zeit. Komm her, ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Das war, glaube ich, die letzte Option. Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Hört ihr dann auf, meine Erinnerung zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein, das wohl nicht. Super, Freunde. Was ist? Kommst du jetzt? Was weißt du über meinen Vater? Außer, dass er ein Mörder war? Das sind Lügen. Ich hab euch belauscht. Hör zu, Süße. Dein Vater war ein Mörder. Er hat seine Schuld gestanden und wurde verurteilt. Mehr musst du nicht wissen. Ich will mit Doktor... Der Doktor ist auch so lang... Niemals! Wie du willst und wenn... Okay, können wir irgendwas machen hier? Was habe ich denn noch im Inventar? Den Kugelschreiber? Ich könnte den Poloschläger überziehen. Polo spielt man zu Pferd, nicht zu Haas. Guck, Gewalt eine Lösung ist. Bonk. Gewalt ist immer eine Lösung. Okay. Edna erschlagen, großes Tier. Ugg. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Ein Schrank. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Das Spiel löst sich ja von alleine hier. Lass noch zumachen. Perfekt. Da ist eine markante... Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben. Buchstabierpokal, der könnte vielleicht auch funktionieren. Die funkeln so schön.
als Erinnerung. Mal gucken. Guck mal, Harvey. Der Doktor hat ganz schön viele Pokale. Die hat er sich wahrscheinlich selbst gebastelt. Aber wir kommen jetzt vielleicht auch aus der Tür raus. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Gemüse. Hoppla. Hoppla. Absicht. Das ist das erste Mal, dass sie mir die Worte aus dem Mund nimmt. Das muss ich schon zugeben. Okay, kann ich die Pflanze jetzt trotzdem noch nehmen? Das macht jemand anderes weg. Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. Was hältst du von dieser Säule, Harvey? Kitschig. Kann ich die bewegen? Kann sie tatsächlich bewegen? Ich kann sie vor der Tür stellen. Kann sie auch wieder wegschieben. Aber ich gehe erstmal die Tür. Und danach vielleicht erstmal da drauf. Oh, ein Hirn. Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Hallo? Hallo Edna. Was führt dich zu mir? Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Weißt du etwas über diesen Doktor Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Bye bye, Bobo. Ciao, Bobo. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Edna, da haben wir wieder was gemeinsam. Chemie war immer blöd, genau. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der... Guck mal, Harvey, ein Chemiebaukasten. Yippie! Lass uns Gold in Blei verwandeln. Eine Alf-Puppe. Wow, null Problemo. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren, aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Was hältst du davon, Harvey? Igitt, ein Frosch. Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, er ist Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologie-Professor oder was? Haben die wohl die Rechte für Alf bezahlt, dass sie den hier zeigen dürfen? Das ist ja eindeutig. Sieh mal, Harvey. Der Alf. Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Dann nimm doch mal eins mit davon. Die unterscheiden sich nicht. Okay. Ha, radioaktiv. Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Willst du davon etwas probieren, Harvey? Oh ja, dann mutiere ich bestimmt zu einem Superwesen. Für mich bist du bereits ein Superwesen, Harvey. Schmeckt nach Ananas. Wusste ich auch nicht, dass Radioaktivität nach Ananas schmeckt. Aber von der Farbe her, okay. Schmeckt nach... Oh ja, darf ich? Nein, erinnere dich daran, was das letzte Mal passiert ist? Kein Ohrhase. Til Schweiger, Witz. Aber er erinnert mich wirklich so ein bisschen an Max aus Sam & Max, der Hase. Der Harvey. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Wozu? Die sind unvollständig. Was hältst du davon, Harvey? Das sind keine Kegel, das sind Pins. Also vom Bowling. Guck mal, Harvey, ein Comic. Yippie!
Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Captain Unbrauchbar. Hat sie die tatsächlich mitgenommen? Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Oh, gut, ist sie was wert. Die erinnert mich an Hulgur. Was hältst du von dieser Kugel, Harvey? Ich hätte gern die Kanone dazu. Es ist eine Bowlingkugel. Dann brauchen wir auch eine Bowlingkanone. Sonst weigere ich mich. Ist aber nicht mitzunehmen, oder? Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Das Licht ist aus. Kann ich das Licht noch anmachen hier? Ja. Schau mal, Harvey. Ein Lichtschalter. Vorsicht. Es könnte eine Falle sein. Zu spät. Zu spät. Hm. Was da wohl drin ist? Geschirr. Boah, das klingt nach... Ja, fast so als ob... Ja? Trotztausend, das ist Glas! Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Well, okay. Harvey? Was hältst du von diesen... Ich versuche gerade nichts von ihnen... So, ich glaube, da haben wir alles. Mixer, Wäsche, Tür, Bowlingkugel. Was habe ich denn mitgenommen? Nee, die Comics habe ich hier rausbekommen. Ja, das wäre... Dann könnte ich leider... Und den... Alrighty, geht's da noch aufs Dach und auf mehrere... Ist das das Gitter, was wir gerade von innen gesehen haben? Ja, ja. Mein Werkzeug. Geht das denn noch hier mit? Wo ist es, mein Werkzeug? Danke, dass du mir beigebracht hast, Fußnägel zu kauen, Harvey. Die Fähigkeit schlummerte schon immer in dir, Edna. Ich habe lediglich das Bett auf den Flur geschoben und die Sprinkleranlage ausgelöst. Habe ich jetzt... Nee. So. Habe ich jetzt nochmal neue quasi Schraubenzieher bekommen? Ja. Halt, da wollte ich gar nicht hin, aber egal. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Wo bin ich denn da oben? Ja, okay. Jetzt wollte ich gerade mal schauen, ob ich das nochmal aufschrauben kann. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Na, immer eine Abkürzung hier. Ich gehe mal einmal ums Dach. Ein Doppelklick geht auch. Das ist schön, um an den Rand zu kommen. Also, Frau Antenne, kommen wir zurück auf diese elektromagnetischen Wellen, von denen Sie sprachen. Befinden Sie sich gerade in diesem Raum? Können Sie mit ihnen kommunizieren? Sie sind da! Ich schwöre es Ihnen! Hey, Rio. Schön, dass du da bist. Zu Edna bricht aus. Wir sind ungefähr schon 1,5 Stunden dabei. Bin auch schon ein wenig ausgebrochen, bin ich auch schon. Ich hoffe, dir geht's gut. Okay, kann ich die... Gut. Kann ich das durchtrennen hier? Ich empfange auch so... Quietsch. Gleichzeitig ganz okay. In der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Scheiße, das liegt ein Fernsehen. Muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Okay, der ist jetzt abgelenkt wahrscheinlich, vielleicht. Ja, nach 1 Stunde habe ich den ersten Raum verlassen. Ganz ohne Hilfe. Toll, ne? Hm.
gehe mal hier rein wieder. Und dann gehe ich raus und schieb mal, warum auch immer, aber weil es geht, die Säule vor die Tür. Jetzt habe ich das Comic-Heft mitbekommen. Die Dachluke lässt sich die öffnen. Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Ich weiß gar nicht, ob ich von außen gesehen habe. Aber jetzt komme ich ja auch durch einen anderen Weg, glaube ich, durch. Hey! Oh! Oh, oh. Ich verdufte lieber. Hier geht's nicht weiter. Warte gefälligst! Bin ich sicher hier? Nee, bin ich nicht. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herum? Hier hätte in den anderen Raum gehen sollen. Wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle. Willst du meine Antwort hören? Bonk. Läppisch. Warum musst du schon früher aufstehen? Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Naja, immerhin haben wir jetzt im Lüftungsschacht das Fenster aufgemacht, dass wir jetzt hier direkt aufs Dach kommen. Ins Büro muss ich jetzt nicht. Ich gehe mal durchs Rohr. Da müsste doch. Genau, das Gitter hier ist offen. Okay. Wir müssen irgendwie die Wache loswerden. Ich meine, ich habe ja so ein Comicbuch. Ich weiß nicht, ob die damit abzulenken ist. Das ist ein bisschen komisch. Hier sind manchmal Hotspots drin, die nur eine Richtung anzeigen, aber. Ah, doch, hier geht's. Der war hier unten. Von hier oben sieht zwar alles aus wie Spielzeug, aber eine innere Stimme warnt mich davor, einen Schritt nach vorn zu tun, um danach zu greifen. Boah, ein Spielzeugauto. Hol's mir. Ein letzter Funken Vernunft ist noch in der drin. Das war wahrscheinlich bei den Nachbarn auch gerade. Hier ist eigentlich der Hotspot, aber hier unten kann man erst interagieren. In diesem Bild bekämpft Captain Unbrauchbar die Gravitation. Vorsicht, Captain! Sie schleicht sich von hinten an! Selbst da gab's einen Dialog für. Nicht doch. Harvey ist mein bester Kumpel. Also ich dachte, denn die Wächter können mal mit dem Comic ablenken. Davon irgendetwas wieder, Harvey? Aus dieser Perspektive sieht alles ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, da hinten muss irgendwo unser Zuhause sein. Okay, wir sind gar nicht so weit weg von zu Hause. Ich meine. Hier geht's jetzt zurück in das Zimmer mit dem Gehirn. Hier ist die Antenne. Dann gehe ich nochmal in das Gehirnzimmer. Und speichere gleich mal. Bevor. Ach, ich komme gar nicht mehr rein, glaube ich, hier, weil ich jetzt. Oder? Hier steht ja jetzt die Säule davor. Na, ging aber trotzdem. Kann ich die Säule bewegen, dass die Wache stolpert oder so? Ich meine, das habe ich gerade, habe ich es schon mal hier hingestellt. Aber die kann ich nur hier oder hierhin bewegen. Kann ich von hier raus und einmal komplett rum? Ne, hier kann man das Fenster nicht öffnen, ne? Darf ich jetzt mal nicht hier aus dem Fenster klettern und hinten wieder in den anderen Raum rein? Ein Vorhängeschloss, ein Pentagramm? Und ein Bannsiegel angebracht. Oh. Nichts von draußen oder aus dem Pandemonium wird jemals durch dieses Fenster kommen. Im Lexikon, ein Comicheft, der Kugelschreiber. Ich kann durch den Lüftungsschacht. Ja, durch den Lüftungsschacht komme ich ja jetzt durch das Gitter. Genau, durch das Gitter. Auf dem Dach. Stimmt. Mal sehen. Ja, genau. Ich kann hier raus und dann rum und dann in den Lüftungsschacht rein. Dann speichere ich mal hier und gucke mal, ob ich vorher noch was machen kann, um den abzulenken. Speichert er automatisch, wenn ich den Screen hier anwähle? Ich weiß gar nicht.
Scheint. Schuppidu. Hey. Oh, oh. Ich verdufte lieber. Oh, oh. Warte gefälligst. Sonst gehen wir hier rein. Hier raus. Und ich glaube hier diese Dach... Mist. Was soll das? Nicht schnell genug. Komm sofort wieder rein. Du brichst dir noch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Ah, jetzt kann ich ihn in dem Raum einsperren. Ja. Jetzt gehe ich durch das Gitter und schieb gleich die Säule vor die Tür. Doppelklick. 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 Und... Tada! Hey! Hä? Oh, oh. Ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Ich habe mich jetzt so besonders schlau gefühlt. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da raus? Marsch! Willst. Yep. Okay, Houdini. Ich aber... Ich war mir sicher, dass das funktioniert. Dass er irgendwie so lange in dem Raum bleibt. Ich kann ja nochmal laden eigentlich. Ha. Weil hier ist Sackgasse, ne? Ja. Da kann ich von hier in den Schacht reinkriechen. Ah, okay. Das versuche ich nochmal hier. Ich kann hier in den Schacht reinkriechen. Mal gucken, ob das geht. Im Original kam er dann von links und stand nicht wieder vor der Zelle. Das war logischer, ja. Ich war mir jetzt auch sicher, dass er in dem Raum wartet. Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. So, jetzt. Warte gefälligst! Jetzt versuche ich es mal hier durch den Schacht. Und gehe aufs Dach. Die Dachkante. Hier rein. Und... Hä? Ah. Hab ich dich endlich. Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Marvel. Läppisch. Ah, musst du hier. Oh, ich aber. Ja, im Original war er offensichtlich in dem Raum und kam dann hinter dir her, wenn du in Richtung Treppe gingst. Muss ich ein bisschen warten, bis er mir folgt? Oder was mache ich hier falsch? Ich meine, ich kann hier... Wenn ich hier... Ich hole mir nochmal Harvey eben mal zur Hilfe. Es tut mir leid. Ha! Was hältst du von dir? Kitsch! Nee, es geht nicht. Weil das fand ich eigentlich am logischsten, jetzt hier den Versuchung einzusperren. Also die Säule davor zu schieben, wenn er drin ist. Oder muss ich erst warten, bis er jeweils den Raum wechselt? Weil hier kommt ans Fenster, ne? Was soll das? Ja. Komm sofort wieder rein. Du brichst dir noch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht feig. Ja. Ich glaube, hier muss ich irgendwas machen. Was sagt Harvey? Die Tür geht nach innen auf, ja. Gutes Argument. Ich kann dann mit dem reden hier. Sieh dir diesen Stiesel an, Harvey. Für dich immer noch Junior von Stiesel.
Wie lange willst du dann noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von diesem Dach. Und einer führt an mir vorbei. Aber glaub mir, der andere ist noch schmerzvoller. So oder so. Du kannst nicht ewig da draußen bleiben. Wieso? Was willst du dagegen tun? Willst du den Telefonjoker nehmen? Du könntest jemanden anrufen, der nicht so eine Memme ist wie du. Ein 5-jähriges Mädchen zum Beispiel. Oh, du... Mach's gut. Ich gehe meine Freiheit genießen. Muss ich einen bestimmten Dialog wieder führen, dass ich... Oder was? Ich könnte ihm jetzt... Natürlich. Ist er noch da? Ja, das Comic-Heft geben. Willst du vielleicht etwas lesen? Gute Idee, Schätzchen. Ich stehe total auf Captain... austauschbar. Komm einfach rüber und gib mir das Heft, yep? Ich trau dir nicht. Ich behalte das Comic-Heft lieber. Tiger Woods Junior blockiert das Fenster. Und er sieht wütend aus. Wie lange willst du... Bis ich dich... Es gibt und eine, aber glaub... So oder... Wieso? Willst du mich zu Tode langweilen? Da hätte ich gleich einen Vorschlag. Du könntest mir noch etwas über Minigolf erzählen. Schlappnase. Oh, du... Mach's gut. Ich gehe meine Freiheit genießen. Also im Büro muss ich eigentlich nichts mehr machen. Hier geht's zurück in die Zelle, das wäre ja blöd. Die funkeln so schön. Wären sie nur nicht... Jetzt stelle ich mir die Frage, ist er noch hier drin? Ist er noch in dem Raum oder ist er nicht in dem Raum? Schau mal, mach mal einen Blick. Da ist dieser Stiesel. Ja. Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Jetzt ist er noch drin. Vielleicht stolpert er darüber, wenn er mich verfolgt hier. Also jetzt hat sie ja gesagt, er ist noch drin. Wenn er jetzt hier noch steht... Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. Was ist denn das? Warte gefälligst! Da ist doch jetzt hier, Spielerverwirrung. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Weil wie grad... bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Weil gerade hat sie noch gesagt, Okay, ich... Aber... Das haben sie im Remake vermurkst. Soll ich mal auf die... Weißt du was? Ich wechsle mal auf die Originalversion. Mal gucken, ob das anders geht. Jetzt wechseln wir mal... Können wir uns doch mal ein bisschen mal die Originalversion anschauen? Ja, auch ein bisschen Charme eigentlich, diese Grafik. Man sieht halt wirklich nur sehr nach etwas niedrig aufgelöster Buntstift-Optik aus. Das Inventar ist aber noch die Originalversion. Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. Da ist dieser Stiesel drin. Ja. Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. I don't get it. Steht er hier wieder? Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir noch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling. Ja, lach nur. Weil irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann... Also es hat nichts mit der Grafik zu tun. Kann ich mir jetzt keinen drüber ziehen, ne? Ich habe ja noch den Poloschläger.
Was hältst du von einem Duell? Na klar, Süße. Komm einfach rüber zu mir ins Fenster. Vergiss es. Das funktioniert nicht. Also ich weiß jetzt nicht, was ich falsch mache hier. Die Tür ist jetzt auch gar nicht mehr interagierbar, wo die Säule davor steht. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Ich lass mich nochmal schnappen hier. Was soll das? Wie bist du da? Marsch! Willst du meine... Leppe... Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher... Nochmal wird das nicht vorkommen. Vielleicht muss man das ja ein paar Mal machen und ich habe jetzt ja immer den Spielstand geladen, wo er mich das erste Mal schnappt. Der Typ ist in dem Raum, du hast eine Säule davor gestellt, die blockiert die Tür nicht, ja? Meine Logik ist nur durchbrochen, weil sie sagt, der Typ ist noch in dem Raum und dann gehe ich aber einen Raum nach rechts und dann steht der Typ aber wieder ganz woanders. Also das ist gerade ein bisschen blöde. Deswegen ist mein Gehirn gerade ein wenig blockiert. Folgt er mir denn immer? Ne, er folgt mir nicht. Hey, geh wieder rein. Warum geht's denn nicht? Von hier kann ich nicht wieder reingehen. Da bin ich gerade ein bisschen blockiert. Du sagtest gerade, im Original kam er aus einer anderen Richtung. Ist das irgendwie so, dass ich... Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Den irgendwie... Warte gefälligst! Ich hole ihn nochmal hier rein. Was soll das? Komm so... Komm doch auf... Ja... Nicht... Ja, aber irgendwann dann... Im Originalspiel war es definitiv anders. Da kam er von links hinter Edna her. Also kam er offenbar aus dem Raum und hat gehört, dass Edna im Flur war. Du meinst jetzt, wo er schon mal in diesem rechts in dem Raum war? Da ist dieser Stiesel drin. Ich komme ihm lieber nicht zu nahe. Kann ich die Tür verbarrikadieren mit dem Schläger? Da ist dieser Stiesel drin. Ich komme ihm lieber nicht zu nahe. Ist dieser Stiesel drin? Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Ich kann gar keine... dieses Rad gar nicht aufwählen. Das mit der Pflanze tut mir leid. Wenn ich ein romanischer Pilaster mit breitem Intercolumnium wäre, würdest du dich das nicht trauen? Die könnte ich maximal... Jetzt ist die Tür nicht mehr benutzbar. Wenn die Säule davor steht. Wenn ich jetzt ihn hole und dann in diese Tür reingehe, wenn die Säule davor steht, könnte ich von hier in den Schacht und von dem Schacht in den Raum rein. Aber dann hätte ich mich... Naja. Verstehe ich nicht.
Weil wenn du den Raum betrittst, wo die Zelle von außen zu sehen ist, da stand Striesel nicht vor der Zellentür, sondern kam aus dem Flur hinter dir. Also wenn ich jetzt hier zurückgegangen wäre, ne, dann würde er hinter mir vorbei und würde nicht wieder vor der Zelle stehen, das meinst du? Ja, okay. Weil jetzt teleportiert er sich hier von hier nach hier hin und ja. Hey! Oh, oh, ich verdufte lieber. Aber jetzt läuft sie ja automatisch in diese Richtung. Warte gefälligst. Jetzt kommt er ja nicht in diesen Raum rein. Mal gucken, ob das wird es vielleicht sein. Das könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Jetzt habe ich ja. Es dürfte ja nicht in diesem. Er ist doch hier. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du komm doch raus. Ja. Nicht fein. Ja, aber irgendwann. Ich dachte, er kommt jetzt nicht in den Raum rein, wo die Säule davor steht, weil ich die Tür jetzt auch nicht mit der Tür nicht interagieren konnte. Ah. Dengel. Dengel, 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 Dengel. Also, Frau Antenne, kommen wir zurück auf diese Elektromagnete. Hast du aber schon gehört. Ich will Harvey noch einmal interagieren. Guck mal, Harvey, eine Antenne. Cool. Jetzt können wir mit dem Mutterschiff Kontakt aufnehmen. Ich könnte nochmal versuchen, Harvey. Mit dem Stängel zu interagieren. Geht das? Stiesel. Sieh dir diesen Stiesel an, Harvey. Für dich immer noch Junior von Stiesel. So, einmal ins Inventar schauen. Nee. Du bist durchaus auf dem richtigen Weg. In dem Raum aufs Dach, dann kann er dir Stiesel nicht folgen und dann durchs andere Fenster wieder rein, ja? Von hier komme ich ja. Ich habe schon mal versucht, hier wieder in die Zelle zu gehen. Habe ich eine Möglichkeit? Das bringt mir, glaube ich, nichts. Ich könnte natürlich jetzt eine Tür. Die ist geschlossen. Hier wieder rufen. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Keiner da. Selbst der Stiesel hört mich nicht mehr. Wo ist die Habe ich das nicht davor geschoben jetzt? Weil das ist ja eigentlich meine Idee, dass ich ihn nicht einsperre, aber irgendwie. Er steht jetzt davor, die Säule. Ach, nur ist die Tür nicht blockiert und er kann mir folgen. Das meinst du, ja klar. Ich müsste die Tür ja anders blockieren irgendwie. Da ist dieser Stiesel. Ich kann die Tür. Nee, die Tür ist es nicht, weil die kann ich nicht. Die kann ich nicht benutzen, aber vielleicht kann ich die Säule davor schieben und dann irgendwie was unter die Klinke tun, dass die Klinke dann versperrt ist. Also jetzt irgendwie vielleicht mein. Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Also irgendwie verschandelt sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Jetzt hier irgendwas draufstellen, dass das hier die Klinke gesperrt wird. Der Kugelschreiber? Nee, brauche ich noch. Diese Säule verschandelt. Die Säule blockiert, aber von innen würde man sie noch aufbekommen. Oh, sie hat mir sogar einen Tipp gegeben. Die Säule blockiert die Tür, aber von innen würde man sie noch aufbekommen. Ja, was habe ich denn noch? Das Buch, das Lexikon, ist das dick genug? Ja, jetzt lässt okay. Sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum? Tada! Endlich hat auch lang genug gedauert. Was soll das? Ich bin hier noch drin. Hallo! Holger!
Marcel! Irgendwer! Fast ohne Hilfe, in Anführungsstrichen. Ja, aber gab auch gleich eine Errungenschaft dafür. Das Team. Ah ja, das, was mich wirklich jetzt so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, war jetzt, dass er hier jetzt immer wieder an der alten Stelle war, obwohl er eigentlich vorher in dem Raum noch war. Da wäre es eigentlich logischer gewesen, ich gehe hier rein und was du sagtest, er kommt dann von links wieder rein. Das hätte ich dann irgendwie besser verkraftet. Keine Zeit zum Ausruhen. So, vor 10 Uhr haben wir es aber geschafft, immerhin. Da, wo ich hin will, gibt es bestimmt viel tollere Stühle. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Stühle. Ein stuhliger Stuhl. Stuhlvolles Beispiel der Stuhlhaftigkeit. So, wir haben ja schon die Antenne verstellt. Das heißt, dieser Typ, der eventuell irgendwo im... hier im Überwachungsraum ist, ist abgelenkt. Ja, einer. Bist du das, Neuer? Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal, stör mich nicht, okay? Der schaut irgendwie eine Sendung mit den Blöden. Was hat er gesagt? Noch eine Pflanze. Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Jetzt mal wieder Harvey mit den Sachen benutzen. Was willst du davon, Harvey? Das ist noch Müll. Müll ist gut. Und ich dachte, ich esse... Das hatten wir schon. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Aber der Müll durchwühlen? Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Doch, doch. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsifter Papierbecher drin. Hat sie einen mitgenommen? Der Papierbecher? Nee, hat sie nicht. Da ist nur... Okay. Oh, doch. Beim zweiten Mal hat sie erst einen mitgenommen. Seltsam. Seltsam, seltsam. Manchmal muss man sie ein bisschen überzeugen. Da ist ein Schlüssel. Okay. Der Fernseher ist aus. Der Fernseher ist aus. Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Über fleischfressende Zombie-Ponys. Schade, dass nur ich ihn hören kann. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. Also was Ähnliches wie Zombie-Ponys hat man jetzt auf dieser Xbox-Konferenz gesehen, wo die den State of Decay 3-Trailer gezeigt haben. Da gab es ein Zombie-Reh oder ein Zombie-Hirsch. Fragt man sich sowieso immer, was passiert, wenn so ganz normale Tiere... Bei Resident Evil gab es das ja, glaube ich, auch. Die Tiere im Zoo sind auch zu Zombie-Tieren geworden. Wird viel zu selten gemacht. Das sieht kompliziert aus. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Das kenne ich nicht mal, das Pony. Das habe ich nicht gespielt. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Ah, okay. Aber wir haben das Licht jetzt in dem einen Raum angemacht. Hoffentlich sieht ihr jetzt nicht, dass der Typ da dran eingesperrt ist. Oder habe ich das wieder ausgemacht? Man kann die ganze Anstalt sehen. Ich erkenne Buchstaben in den Monitoren. Du bist ein verrücktes Huhn. Ein Huhn, ja. Aber verrückt? Ja, genau, das ist Neuer, ne? Mhm. Ich habe davon auch schon gehört, also von Pony Island. Okay. Er beachtet mich gar nicht. Er starrt wie gebannt zur Monitorwand. Hab's aber auch nur im Stream gesehen, nicht selber gespielt. Ja, mir ist es halt auch nur, glaube ich, durch Berichterstattung bekannt. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Er ist offensichtlich ein fauler Sack. Mal sehen, ob wir den Schlüssel einfach drankommen. Sieh nur, Harvey, der Generalschlüssel. Yippie, zum Greifen nahe. Aber er hängt noch an dem Gürtel fest. Yippie, ein Gürtel. Ja. Oh nein, du verstehst mich nicht. Der Gürtel hängt noch an der Hose. Boah, Generalschlüssel, Gürtel und Hose. Wir machen heute richtig fette Beute. Aber die Hose hat Blase doch an. Blase halt an? Es wird immer besser. Hörst du mir überhaupt zu? Zu? Oh, wundervolles Zu.
Also nehmen geht noch nicht, ne? Ich versuch's einfach. Pfoten weg. Das war wohl nix. Irgendwas zum Durchschneiden des Gürtels. Mein Freund das Stuhlbein. Könnte noch funktionieren. Sag hallo, Stuhlfried. Genau, Stuhlfried. Hallo? Sag doch was! Oh nein. Ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet. So, wenn der. Ist das spitz genug? Vielleicht kann ich mit dem kaputten Stuhlbein ja irgendwie. Kommt keine falschen Hoffnungen hier. Hey! Ja. Finger weg. Uiuiuiui. Wir schauen uns erstmal weiter. Oh, Wasserspender habe ich noch nicht gesehen. Ja. Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Okay, der sieht auch so aus. Ach nein. Ja, ja, genau. Wir sehen vielleicht doch noch eine Toilette hier. Er muss unbedingt aufs Klo. Vielleicht müssen wir irgendwie Wasser plätschern oder so machen, dass er aufs Klo rennt. Also, deswegen gibt es auch die ganzen Pappbecher hier. Das klappt so nicht. Soll ich dir noch ein Wasser bringen? Wirklich? Wirklich nicht. Das ist schon viel zu viel. Kann ich ihn noch provozieren? Ich provoziere nochmal. Soll ich dir noch ein Wasser bringen? Wirklich? Wirklich? Ich spreche einmal mit ihm und kann ihn vielleicht nochmal dazu bringen, wenn ich über irgendwie über Wasserfälle oder so rede. Ich störe ja nur... Fass dich. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Ich kann helfen. Deshalb bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Apropos Wasser, genau. Apropos Wasser. Was kann man denn hier schön? Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Apropos, ich spiele jetzt mal hier Method Gaming, dass ich mich genauso fühle wie er. Richtig gießen, in Strömen. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Plitsch, platsch? Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Nein. Wasser. Wasser. Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Wie häufig muss ich das machen? Dreimal? Die Regel der drei? Wasser. Was denn mit Wasser? Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Endlich auf über. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh. La, 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufädeln. Oh, the horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Rain. Pitcha, pitcha, pitcha. Jetzt halt endlich die Klappe. Muss ich tatsächlich alles durchziehen? Wusstest du, dass wir auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Die lieben ihre Dialoge. Die Entwickler. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um.
Ich habe noch zwei Optionen, habe ich noch. Ich war in den Ferien. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Ich hoffe, das ist nicht vergebene Liebesmühe, was ich hier mache. Und die Wellen wogten hin und zurück. Weil gerade bei der Wächter hat es auch funktioniert mit dem Dialog. Und zurück. Dass er die Klimaanlage angemacht hat. Am Ende des Dialogs. Er wird auch ungeduldiger, ehrlich gesagt. Und? Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Endlich auf über Wasser zu reden. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Diese mal sehen, wer zuerst aufs Klo geht, er oder ich. Die sich darin aufstaut und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Oh, wie schade. Ich dachte, jetzt würde er... Ich gebe auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was. Oh, jetzt hat er auf einmal einen ganz anderen Ton wieder angeschlagen. Was guckst du denn da? Oh, Hilfe! Ich gucke den Geschichten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ja, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird, wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Mhm. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Alle bis auf eine, ja. Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Zurück. Was? Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Zweiter Stock? Den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Massimo... Genau, überlegt ja auch gerade. Meine Flasche hat noch ein bisschen was. Diesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Schluchzen. Gerade als der Doktor drin war. Unheimlich, nicht wahr? Ich habe eine Gänsehaut. Waren wir nicht oben im zweiten Stock? Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Ich bin ein Geräuschindikator, der sich auf Wasser spezialisiert hat. Was? Was? Oh ja, jetzt muss ich gleich selber auf Toilette, wenn ich hier dran denke. Blub, 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 funktioniert, glaube ich, gut. Blub, 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 blub. Ah! Seid doch verrückt. Lass das. Wie schon gesagt, das ist echt so Method Gaming. Ich gehe gleich echt mit dem Charakter gleichzeitig auf Toilette, wenn ich es schaffe. Mal sehen. Was haben wir denn noch hier? Blub, blub, blub. Lass das. Lass das. Glug, 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 glug. Lass das. Wusch. Lass das. Er hat den Ton geändert. Glug, 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 glug. Es wird dringlicher. Lass das. Wusch. Lass das. Es wiederholt sich, glaube ich. Gluck, 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 gluck. Lass das. Okay, Vorstellung ist beendet. Die
Die Vorstellung ist beendet. Wir sind knapp davor, ihn aufs Klo zu bringen. Sollte ich den Fernseher wieder anmachen? Aber ich glaube... Ich meine, ich habe ja den Fernseher ausgeschaltet. Ach Gott. Einfach zu viele Punkte. Ich muss den Preis fürs Wasser hochstellen. Jetzt an der Stelle gleich. Und mir gleich eine neue Flasche holen. Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. Hast doch über 2000 Punkte. Dann muss ich den Cooldown erhöhen. Wie gesagt, noch einmal und ich muss mir eine neue Flasche auch holen. So, ich gehe mal in den Flur. WC. Was habe ich gesagt, Best Broker? Wir finden hier ein Klo. Ist leer. Muss uns was nachholen. Gleich, wenn noch eins kommt. Aber wir haben das Klo gefunden. Wie versprochen. Ich dachte hier gerade, hier steht Selfie. Da steht Seife. Kann ich das Wasser hier auffüllen? Was willst du damit erreichen? Sauberen Dreck? Aber nur Wasser holen nicht lassen, das kann ich nicht versprechen. Ob das nur Wasser holen sein wird. Für Toilette gehen gibt es noch keinen Boni. Er war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Du darfst erst aufs Klo, wenn Blase geht. Das ist ein Deal. Das ist ein Deal und wird nämlich auch dringlicher. Ich merke gerade, ist leider mein Pappbecher gerade kaputt gegangen hier. Guck mal, Harvey, Reflexion. Das ist doch mein böser Zwilling aus der Paralleldimension. Ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen. Lass uns ihm eine Falle stellen. Handtuchspender, damit lässt sich auch immer gut spielen. Das darf ich erst morgen Abend aufs Klo, ja. Oder übermorgen, je nachdem, wann ich weiterspiele. Ich wollte ja alternierend jetzt immer die Spiele machen. Also jeden zweiten Tag das Spiel weitermachen. Aber jetzt habe ich... Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Ja, das ist so ein endlos Handtuchspender, ne? Oder das Problem wäre natürlich, wenn er jetzt das letzte Rätsel in dem Haus ist, das man hier lösen muss. Was hältst du davon, Harvey? Was? Die Handtücher sind nicht aus Kaschmir? Daran putze ich mir meinen Hintern bestimmt nicht ab. Nee. Also ich kann hier Wasser aufdrehen. Kann ich das Wasser aufdrehen? Es läuft. Meine erste Analyse ergibt... Wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr. Kann ich es laufen lassen? Kann ich hier... Seifenspender geht aber nicht. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht irgendwie das schäumen lassen, dass es überschäumt oder so. Blomp. Ich spreche mal mit meinem Spiegelbild. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Aber er mag mich ja doch, der Harvey. Bewundert mich. Ich lasse das Wasser erstmal laufen. Da ist mein Becher weg. Ich habe so ein Flashback zu Simon hier. Jetzt hole ich mir nämlich nochmal einen neuen Becher. So ein bisschen wie beim Soda. Bei den Rollenspielern von Simon. Der ist genauso siffig wie der letzte. Und bestimmt genauso nutzlos. Aber wer weiß, wofür es gut ist. Ich könnte gleich auch nochmal versuchen, die Antenne zu drehen und zu gucken, was sich ändert, wenn er... Da sitzt ein Wächter in dem Raum. Er starrt auf eine Wand voller Überwachungsmonitore. Wenn er wieder Fernsehen schaut. Vielleicht läuft im Fernseher ja was irgendwie über... Ein Unterwasser-Doku oder sowas. Da drin sitzt ein Wächter. Wenn ich auf der anderen Seite... Das Sichtfenster, das wird ja gar nicht als Hotspot angezeigt. Da muss man auch ein bisschen suchen vielleicht auch. So,
So, hier gibt's noch eine als Pflanzen. Hat das aber auch das Spiel mit. Zieh mal die Pflanze. Es ist verschlossen. Ich soll ja immer noch eine Erinnerung finden, die mich an die Schulzeit erinnert. Ne? Das ist eigentlich auch noch so ein Ziel, damit ich aus irgendeinem Grund auch die Unterschrift fälschen kann. Was noch ein Wasser an? Wir drehen mal alle Wasserhähne hier auf. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Fallisches haben? Ja. Edna! Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdursten müssen. So, die Seife mitnehmen. Glitschig. Habe ich die mitgenommen? Oder hat sie die nur benutzt? Splonch? Nee. Glitschig. Die benutzt sie nur. Kann ich die Seife... Kann ich in den Becher ein bisschen Seife reintun? Was willst du damit erreichen? Sauberen Dreck? Ah, die haben wirklich, glaube ich, für jede Item-Kombination einen eigenen Dialog aufgenommen. Das ist wirklich schon was Besonderes. Die ist fest scharniert. Was, die kann ich nicht aufmachen? Doch. Cornflakes, Marmeladen, Müsli. Hallo Müsli. Hallo. Ein ganzes Alphabet von Vitaminen und doch so wenig zu sagen. So, ich gehe nochmal auf HW. Willst du Müsli, Harvey? Gesund. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Cornflakes? Hast du Hunger? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Cornflakes habe ich genommen. So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Ja, wer kennt das nicht? Guck mal, Harvey. Marmelade. Ich hätte auf außerirdische Lebensform getippt. Kann ja sein. Ich habe auch nur geraten. Kaugummi-Automat, Dartbrett, was ist denn da für eine... Was hältst du davon, Harvey? Für ein Foto das drauf. Sieht aus, als würde es Spaß machen. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Wer wirft denn da Fotos auf Marcel? Das ist an der Wand befestigt. Macht nichts. Ohne Darts ist es ohnehin nutzlos. Mal nicht anlassen. Kurz mal die. Ah, geht doch nicht mit der Belichtung besser. Oh, guck mal, Harvey. Kaugummis. Klonk. Da kommt ja wirklich was raus. Oh. So, wir machen... Ein Gang zum Kühlschrank, ich bin gleich wieder da. Ich hole mal neues Wasser. Bis gleich. Ich gehe auch nicht aufs Klo, versprochen. Ich war wahrscheinlich noch nicht so gut hydriert wie in dem Stream heute. Ist ja auch gesund. Allerdings so lange anhalten, bevor man aufs Klo geht, ist nicht ganz so gesund. So, habe ich ein Kaugummi bekommen? Das wollte ich jetzt gerade mal nachschauen. Hat sie nicht gesagt, da ist was rausgekommen? Wirklich was raus. Ach, sie isst denn direkt den Kaugummi? Alt und ungenießbar. Wo hat sie denn hingespuckt? Das muss doch irgendwo für gut sein.
dort, wo wir hingehen, brauchen. Okay, das Fenster geht auch auf. Kaffeemaschine. Harvey bekommt keinen Kaffee. Er ist so schon vollkommen überdreht. Nickidi, biggidi, nickidi, biggidi, nickidi, biggidi. Diggidi, 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 diggidi. Ich habe vielleicht kleptomanische Anwandlungen. Aber jemandem die Kaffeemaschine zu stehlen, das wäre barbar. Keine Filter. Und was noch wichtiger ist... Okay. Wo komme ich denn hier hin? Ich hier raus... Das ist gar kein Ausgang, das kann ich nur öffnen. Jetzt benutze ich nochmal den Kaugummi-Automaten, wenn das Fenster offen ist. Spuckt sie vielleicht das Kaugummi aus dem Fenster. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Und, Edna? Alt und ungenießbar. Ich glaube, die hat ihn aus dem Fenster gespuckt. Mal sehen, ob mir was für ein späteres Rätsel bringt. Okay. Hier geht's nicht weiter, nach unten. Ich kann einmal nochmal runtergehen. Ich habe irgendwie ein Flashback. Ja, genau, das ist dieses Friend Bow. Das erinnert mich auch so ein bisschen an diese Anstalt. Da lief man nämlich auch in dieser Anstalt vor verschlossenen Türen rum. Das erinnert wirklich sehr stark jetzt gerade daran. Sieh mal, Harvey, noch eine Tür. Ich hasse sie alle. Wenn es doch nur so einfach wäre. Ist verschlossen? Was Dr. Marcel darin wohl versteckt? Ist das die zweite Etage hier? Ja. Sieh nur, Harvey, ein Schloss. Ich hasse diese Dinger. Es ist an diesem Gitter. Ja, das brauche ich gar nicht versuchen. Diese Tür war jetzt auch verschlossen. Da brauche ich den Generalschlüssel wahrscheinlich. Die ist offen. In der Behandlungsraum. Was hältst du davon, Harvey? Das muss der Kapitänstuhl sein. Na dann, Mr. Havok, Energie. Energie. Ich habe gedacht, jetzt bekommt sie vielleicht ein Flashback hier. Was hältst du davon, Harvey? Der würde mir wohl kaum stehen. Das Damoklesschwert unter den Kopfbedeckungen. Da kommt doch immer so ein komischer Sound, als ob das irgendwie was... Manche Hüte kann ich einfach nicht tragen. Sieht kompliziert aus. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle, weil es Kontrollen sind? Was hältst du davon, Harvey? Ui, ein Hebel. Ob der die Feuerballfalle im zweiten Level deaktiviert? So funktioniert das nicht. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Okay, hier habe ich, glaube ich, noch nichts, was ich machen kann. Kurz mal ins Inventar schauen. Was haben wir denn neu? Wir haben jetzt hier Cornflakes. Und noch das Comic-Heft. Ich versuche das Comic-Heft schon dem Yuppie mit J. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Der Yuppie hat auch ein Telefon, was hier angeschlossen ist. Er telefoniert. Auch ein Insasse anscheinend dann. Hallo? Hallo? Nein, das könnte er missverstehen. Jetzt möchte er mir irgendwas um ihn... Ich glaube noch nicht. Ich komme kaum noch richtig rum hier noch. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen. Wie heißt nochmal der Maler mit diesen Formen, der diese Bilder malt? Ich komme jetzt nicht drauf. Was hältst du davon, Harvey? Ich sehe den Kopf von Dr. Marcel auf einem Schaschlikspieß. Und ich sehe ein gut aussehendes Bugs Bunny-Double mit Hunger auf Schaschlik. Der Künstler hatte offenbar eine kranke Fantasie. Spät haben wir es denn jetzt. Wo ist denn meine Uhr? Ganz schön hell hier, ne? Mit den. So ist das etwas besser, weil der Screen, das ist gerade so hell. 22.05 Uhr. Dann machen wir noch so eine halbe Stunde oder so. Denke ich mal.
Weshalb? Eigentlich war er geplant. Oder bis er zur Toilette kommt. Mal sehen. Was hältst du davon, Harvey? Ui. Oh, Illustrator will sich updaten. Woran erkennt man Galapagos-Schildkröten? Sie laufen nicht weg, wenn man wild mit den Armen rudert. Ich meine, sie laufen nicht weg, wenn man eine Standard-Greifbewegung ausführt. Na, das will ich sehen. Hui, Galapagos-Schildkröten. Das war ja gerade mal eine Exkurs gewesen. Noch eine Pflanze. Da sagt sie ja wahrscheinlich der Frühstück zu. Du war. Ach, jetzt. Das ist besonders fies. Sie reimt sich auf Stanze. Mehr weiß ich ja auch nicht über sie. Ich werde auch schon unruhig ein wenig, merke ich schon. Ich werde ein wenig unruhig. Das Nachdenken fällt schon schwerer. Wünsch dir was Tag in der Kantine. Wünsch dir was? Das habe ich doch schon erfahren. Ein wenig schwierig, meinst du? Okay. Uiuiui. Jetzt will ich langsam verdauen. Ja, langsam. Verbale Notizen bleiben. Guck mal, Harvey, eine Pinnwand. Yippie, meine Drittlieblingswände. Gleich nach Vorwänden und Einwänden. Hier geht's dann wahrscheinlich zur Kantine, ist das richtig? Ja. Ketchup und Senf. Muss so ordentlich Senf drauf tun. Bisschen Senf mitnehmen. Bisschen Ketchup mitnehmen. Senf. E005, E007, Benzolsäure, Kerosin. Warnung. Leicht entflammbar. Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Das habe ich gerade genießt, aber ich hoffe mal nicht, dass sich das auf die Blase niederschlägt. Das ist der zweite Mauszeiger hier. Seht ihr auch den Mauszeiger mitten im Bild? Ne, ihr seht den zum Glück nicht, weil ich habe so einen Mauszeiger mitten im Bild. Den muss ich mal kurz wegkriegen. So, weg ist er. Bisschen Ketchup. Was war mit dem Ketchup? Ketchup E001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Moment. Aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. Moment. Sie hat doch gesagt, sie mag kein Chemie. Jetzt erzählt sie ihr die ganzen Inhaltsstoffe. Nee, noch quäle ich mich nicht. Noch gehört es zum Spiel dazu. Das ist wirklich gerade Method Gaming. Wo kam ich denn her? Hier? Alles noch in Ordnung. Ja, genau, hier ging es rein. Ketchup und Senf geholt. Ah, Küche, okay. Kann ich nochmal Wasser anmachen, ne? Gibt es bestimmt auch eine Achievement, wenn ich alles Wasser anmache. Oh, das bleibt nicht an, okay. Das macht sie direkt wieder auf. Aus. Asbestbeschichtete Topflappen. Ja, damit. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt. Harvey braucht kein Handtuch. Er ist ja selber aus Frottee. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Wollen wir nicht erstmal Das ist auch gut hier. Wollen wir nicht erstmal gucken, was drin ist? Dass sie das bei den Schubladen sagt. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Mal sehen. Messer bräuchte ich. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Ich würde ja eher sagen, die würden die Messer hier in der Nervenheilanstalt anstatt weglassen und die Leute nur mit Löffeln essen lassen. Könnte das Messer dazu sein, um den Gürtel aufzuschneiden von dem Typen? Messer und Gabel habe ich jetzt, ja. Speiseplan. Nicht rausgehen. Heute ist Wünsch dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Kann ich den
bekritzel den Plan. Was ist denn mein Kugelschreiber? Wie meinen Namen darauf setzen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Alles ist... Hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Das geht nicht. Das kann man nicht interagieren. Was ist denn im Essen drin? Ah, heute gibt's Wünsch-dir-was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Oh, lecker. Das Einzige, wo ich was reinpacken könnte, wäre diese glibberige Tasse. Aber das hält wahrscheinlich die Suppe nicht aus. Mal gucken. Selbe Kategorie, andere Ausführung. Was? Selbe Kategorie, andere Ausführung. Weil das beides Behälter sind, oder weswegen sagt sie das? Vier Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. T-O-P-F. Kann ich den nehmen und abfüllen? Der kommt mit. Ja, sehr gut. Kann ich da ein bisschen Suppe mitnehmen? Suppe? Da muss ich nicht nachhelfen. Das dreckige Geschirr wird sich früh genug von alleine stapeln. Nimm mal einen Löffel davon vielleicht. Einen Löffel gibt's ja gar nicht. Okay. Handtücher, Topf. Was mache ich denn hier mit dem? Was war denn da drin? Ich lasse Harvey mal drauf schauen. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Siehst du diesen Topf, Harvey? Vergiss den Topf. Wir kochen unsere eigene Suppe. Ich wüsste auch noch keine Verwendung für die Suppe. Lass mal weitergehen. Ist ja doch ziemlich viel zu entdecken hier. Guck mal, Harvey, da steht Willkommen. Dann muss dahinter die Freiheit sein. Denn in der Freiheit sind alle Menschen willkommen. Muss man sich die Schuhe abputzen, bevor man in die Freiheit geht? Nein, keine Angst. Die Freiheit hat diesen weißen Teppich, den jeder schmutzig machen darf. Wie ist das jetzt? Unter jeder Fußmatte ist doch immer auch ein Schlüssel, oder? Das ist doch so. Das haben wir bei Manic Mansion gelernt. Das wird hier doch nicht anders sein, oder? Im wahren Leben liegen Schlüssel nicht unter den Fußmatten. Genau. Nur zur Sicherheit. Ganz genau. Edna, wir denken nicht zum ersten Mal gleich. Nein, den Schmutz unter meinen Sohn. Sieh nur, Harvey, ich hasse diese Dinge. Das hatten wir schon. Da fehlt ein Schlüssel. Wir haben einen... Ah ja, okay, jetzt bin ich einmal rund gelaufen, ne? Jetzt geht's hier noch runter. Den radioaktiven Keller. Oder was sind wir hier? Das ist die gleiche Pinnwand. Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa Aushang. Irgendjemand klaut hier Löffel. Okay. Was ist hier? Das ist der Wäschekeller. Wäscheliftsystem. Was hältst du davon, Harvey? Ganz nett. Aber ich finde, es fehlen Loopings. Also doch jetzt ganz nett, wo man viel entdecken kann. Hier am Anfang, wo er nur in einem Raum steckte, hat es Fahrt aufgenommen. Der gute alte Wäschelift. So ein bisschen Freiheit hat. Gefühlte Freiheit. Weil Freiheit ist ja das, was wir eigentlich suchen. Sieh mal, Harvey. Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausmaßnahmen. Ich mach mal das große Licht an. Vielleicht ist das nicht mal so überstrahlt. Dann gleich. Einen Moment. Danke, Armin. Danke, Armin. Ich hatte gerade das Mikro ausgemacht, als ich das Licht angemacht habe. Danke für die Erinnerung. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke.
Genau, ich wollte Kruxel gerade zustimmen, dass ich mich sehr beschränkt fühlte in der ersten Stunde durch die eine Etage. Und da habe ich auch mal an den einen Rätsel halt noch gehangen. Das ist definitiv besser. Zu schwer, zu groß, zu langweilig. Sieh mal, sind das lustige Nein, es sind diese unpersönlichen. Dann lass uns. Okay, Waschmaschinen. Hallo Edna, dein kleiner Freund, da ist ja ganz schmutzig. Das ist eine andere Stimme. Findest du? Gib ihn mir, damit ich ihn reinigen kann. Wie ein weißes Blatt Papier. Edna, nicht! Es ist eine Falle! Meine Waschmaschine spricht mit mir. Heute ist nicht Waschtag. Hallo Edna. Findest du? Gib ihn mir, wie ein... Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Habe ich irgendwas? Die Topflappen aus Asbest. Das klappt so nicht. Na, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Harvey das anschauen lassen. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Hey! Was war mit dem Leitsystem hier? Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Wahrscheinlich muss ich das von woanders einschalten, glaube ich. Muss irgendwo aktiviert werden. Ich gehe mal weiter erkunden erstmal. Das ist keine Tür, die man öffnen kann. Geh mal zur Treppe. Ah, jetzt, als ich hier unten bin. Dr. Marcel. Der ist ja nicht sehr beliebt eigentlich. Wir haben die Dartscheibe schon gesehen, wo das Foto drauf war. Das ist dieses nicht schmeichelhafte. Sehr gelungen. Nicht sehr schmeichelhafte Graffiti. Andere Richtung. So. Yes! Edna, versteck dich! Es ist Dr. Marcel! Beruhige dich, Harv. Es ist nur ein Abbild. Das sind hier zwei Pfeile. Jetzt hat der Pfeil hier was zu sagen. Okay, hier ist der Aktenkeller. Mein Gott, echt viel zu entdecken. Was hältst du davon, Harvey? Der Mond fällt auf die Erde? Unheimlich. Hier steht... Der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Oder ist das ein Code für irgendwas? Nimm mal mit. Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond fällt auf die Erde. Und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Och, Edna. Ich glaube eher, das ist es vielleicht irgendwie. Wir haben ja gesehen, dass man... Kann man das ausschalten hier? Oha, ganz schön finster. Wir haben ja gesehen, dass in dem... Monitoren oben nur die Räume sichtbar waren, die beleuchtet waren. Ich weiß nicht, ob das noch wichtig ist. Ob das nochmal wichtig wird. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Gruppentherapie, her damit. Ich bin allergisch gegen Papierkram. Erst von dann am Seminartag dem Therapeuten vorlegen. Was? Erst vom betreuenden Arzt unterzeichnen lassen? Dann am Seminartag dem Therapeuten vorlegen. Ja, absolut realistisch. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Wollen wir Aktensortieren spielen, Harvey? Oh, das haben wir früher oft gespielt. Aber ohne Alfred und ohne Rasenmäher macht das keinen Spaß. Ich will nicht wissen, was sie mit dem Rasenmäher gemacht haben. Mal sehen. Ihre eigene Akte sollte sie mal finden. Wir haben ihre eigene Akte. Das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Der Mann im Bienenkostüm, Adrian, König des Aufenthalts.
Ich würde ja gerne den vom... vom Yuppie. Das ist der einzige Insasse, den ich bisher noch gefunden habe hier. Ariane König. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das war jetzt nicht sehr aussagekräftig. Was hältst du davon, Harvey? Langweilig. Da müsste ich schon wissen. Okay, wir schauen mal weiter. Ah, nicht benutzen. Nehmen wir das, glaube ich, ne? Nehmen wir. Schauen wir mal alle an am besten. Irgendwas. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Der wurde zuerst gewählt und der andere zum zweiten Mal, okay. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was Sinnvolles erfahren. Das muss doch irgendwas Sinnvolles sein. Troggelbecher? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Troggelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Ich glaube, der steht hier nicht. Ich muss mein gutes altes Notizbuch wieder rausholen. Irgendwie. Weil das schreibe ich mir mal auf, was hier gesagt wurde. Obwohl das ein modernes Spiel ist, da muss man sich wahrscheinlich keine Notizen machen, aber das gehört ja irgendwie zum guten alten Adventure-Spielen dazu. Deswegen. Der Mann im Bienenkostüm. Ich muss auch noch eine Karte vom Haus zeigen. Er ist gar nicht so verkehrt, weil es ist doch größer, als ich dachte. Man weiß ja, wie gern ich mich verlaufe. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ich schreibe mal schwarzes Pony und erste Wahl. So, das ist der Bienenkostüm. Dann haben wir... Adrian, Aufenthaltsraum. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Zweite Wahl, das klingt wichtig. Auch das mit dem Mond, der auf die Erde fällt, klingt auch irgendwie wichtig. Das klingt irgendwie etwas, was man nachher sortieren muss. Oder wir haben ja auch oben schon mal die Sitzordnung gesehen. Das ist Troggelbecher. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Troggelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Dritte Wahl. Oder es ist irgendwie ein Code, um irgendwo was zu öffnen. Das klingt danach. Peter, das passt ja gut. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Vorletzter wäre eigentlich der vierte auch. Da haben wir noch einen, ne? Schöner Jazz gerade hier im Hintergrund.
Tiere. Name Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Also letzter. Okay, das habe ich mir jetzt notiert. Oh, das Wasser. Muss ich auch schon nicht nur aufs Klo, jetzt muss ich auch schon aufstoßen von dem Wasser. Das geht doch gar nicht gut hier. Kann ich denn... Diese Postkarte habe ich noch gar nicht gesehen, glaube ich, ne? Das mit dem Mond, das schreibe ich mir auch mal auf. Das eine Ansichtskarte aus Blatwakistan. Sieh nur, der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Mitnehmen. Die ist nicht an mich adressiert. Oh. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Mond fällt auf die Erde. Wassermarsch. Ich werde heute gut schlafen, glaube ich. So schön, wie ich heute hydriert bin. Okay, irgendwo, wo es irgendwie eine Farbcode-Kodierung geben wird oder sowas, da könnte das wichtig werden. Oh, hier kann man auch direkt reingehen. Ich hätte jetzt gesagt, wir spielen jetzt, ich habe ja gesagt, bis halb wollte ich noch spielen oder vielleicht bis ich jetzt mal alles erkundet habe, was man so frei erkunden kann, das wäre auch noch ganz gut. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Ich kann gut nachvollziehen, wie du dich fühlst, oh. Kleines Überdruckventil. Das pfeift, bevor der Kessel explodiert. So weiß man immer, woran man gestorben ist. Ja, aber ich muss mich auch ein wenig begrenzen. Von der Zeit her. Das ist auch so der Fall. Okay, das Überdruckventil. Das brauche ich nicht als Ventil. Ich benutze Aufsässigkeit und Zerstörungswut, um Dampf abzulassen. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Da kann man viel falsch machen. Ich kann auf noch mehr Kontrolle von außen verzichten. Damit kommen nur ausgebildete... Was hältst du davon, Harvey? Den brauchen wir nicht. Ich habe auch so alles unter Kontrolle. Meinst du? Na klar, vertrau mir. Ein richtiges Inferno. Erinnert an den Ofen von zu Hause. Niemals. Okay. Harvey ist mein bester Freund. Da geht's noch einmal runter. Oh, hier sind die ganzen Löffel. Da hat sich versucht... Moment mal. Dann wird es wahrscheinlich... Wir haben ja in der Wand jemanden gesehen, der sich am Ende versucht hat, mit einer Gabel freizuschaufeln. Wahrscheinlich, weil ihm die Löffel ausgegangen sind und mit der Gabel kam er nicht mehr weiter. Dann ist er in der Wand gestorben. Hier sieht's aus. Wie bei Uri Geller unterm Sofa. Na, wer versteht diesen Löffel, diesen Uri Geller-Witz noch? Haben wir nicht neulich über Uri Geller auch noch geredet beim letzten Stream, wo wir über Zauberer gesprochen haben im Fernsehen? Da haben wir auch schon über Uri Geller gesprochen. Es kommt alles, kommt immer wieder. Man trifft sich immer zweimal. Alle Anspielungen kommen zweimal. Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Das war eine Monty Python-Referenz. Das ist ja ein Ex-Papagei. Der Monty Python-Sketch mit dem Papagei. Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Ich will sie nicht mitnehmen, okay. Was sagt denn hier unser Harvey-Freund? Was hältst du von diesen Löffeln, Harvey? Meine sind jetzt kommt auch noch die Streamlabs-Erinnerung. Erinnert dich dieses Loch an etwas, Harvey? Ja, es hat in etwa die Form deines Gedächtnisses. Lochförmig halt. Moment. Ja, lochförmig halt. Achso, lochförmig. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt?
Der Typ müsste doch eigentlich tot sein, oder? Hallo? Jemand zu Hause? Doch nicht tot. Ja? Was gibt es? Wer bist du denn? Mein Name ist Emilio Sanchez die Mubbelfrup. Aber die Leute nennen mich meistens allmächtiger Herrscher. Nee, den habe ich noch nicht gefunden. Darf ich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Emilio. Kapiere ich nicht. Was treibst du da unten? Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es. Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Der ist sturer als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Und? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Sicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Ich hätte noch eine Gabel. Hast du nicht einen Löffel dabei, oder? Viel Glück. Du wirst. Na gut, wahrscheinlich, wenn ich einen Löffel gehabt hätte, hätte sich der Dialog geöffnet. Hallo? Bist du noch da unten? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Ich hoffe, es ist ein Löffel. Na dran, es ist eine Gabel. Eine Gabel? Dafür habe ich keine Verwendung. Um einen akkuraten Tunnel zu graben, benötigt man einen Löffel. Verstehe. Wie bei Spaghetti. Ja, kann man drüber streiten, ne? Ich glaube, über nichts kann man sich so gut streiten, wie man Spaghetti richtig isst. So, haben wir jetzt alles erforscht, was möglich ist? Hier war das. Ja, hier war... Hier geht es noch zum einem Gang. Ja, genau, hier geht es wieder nach vorne. Ich glaube, ich muss das nächste Mal wirklich, das nehme ich mir fürs nächste Mal vor. Nächstes Mal zeichne ich tatsächlich eine Karte hiervon. So mit mehreren Stockwerken. Ich habe ja hier meinen großen Block. Das machen wir. Da habe ich auch Lust drauf, das Haus einmal komplett zu kartografieren. Eine Karte von dem ganzen Haus zu zeichnen. Sagen wir es so. Da habe ich Lust drauf. Das machen wir beim nächsten Mal. Checken wir noch mal kurz hier, ob diese Tür offen geht, aber wahrscheinlich... Oh! Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Ich bin doch der Neue! Immer dieselben Sprüche... Oh, er kennt mich, okay. Edna, der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Oh ja. Du bist nur zu Besuch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oder, nein, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich bin's leid. Alarm! Oh nein, nein. Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin. Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich bitte dich! Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. Gruppentherapie. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Das ist doch ein schöner Cliffhanger. Jetzt in der Gruppentherapie angekommen.
Das ist Droggelbecher, den haben wir, ja, den haben wir gerade in den Akten gefunden. Alumann haben wir nicht gefunden. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter und erforschen den Raum. Da muss ich erstmal rausfinden, genau, noch mehr Räume zum Zeichnen. Ich muss erstmal rausfinden, wo dieser Raum sich in dem Haus überhaupt befindet. Das muss ich beim nächsten Mal rausfinden. Genau, hiermit fangen wir das nächste Mal an. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es hat ja doch zum Ende noch immer richtig Spaß gemacht. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, gerade mit dem Rätsel mit dem Wächter. Wahrscheinlich Samstag oder Sonntag, ja. Oder mal gucken, ich entscheide das morgen spontan, worauf ich mehr Lust habe, auf Dead Space oder auf Harvey. Das muss ich mal morgen sehen. Also morgen werde ich auf jeden Fall streamen, wohl. Da wird sich noch rausstellen, was es ist. Eigentlich wollte ich es ja abwechselnd machen, die beiden Spiele. So, dann speichere ich sicherheitshalber nochmal. Aber wie gesagt, zum Ende raus hat es mir dann doch Spaß gemacht, als es ein bisschen flüssiger wurde, vom Gameplay mal mehr erforschen konnte und mich das eine Rätsel nicht so wirklich ein wenig vor den Kopf gestoßen hatte mit dem Wächter. Wünsche ich euch eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, ne? Ey, Kaiserlein ist auch nochmal dazugekommen. Bist du gerade erst dazugekommen oder hast du ein bisschen gelurkt? Weil ich ja gerade den Stream beende. Bye, bye, Best Broker. Gerade erst dazugekommen. Schade. Wir haben jetzt gerade drei Stunden gerade voll gemacht hier. Und gerade in Gruppentherapie geschmissen worden. Timing, richtig. Aber du hast, glaube ich, selber gestreamt, ne? Du hast ein bisschen Mario Maker gestreamt, habe ich gesehen. Habe ich gesehen, bevor ich on gegangen bin, dass du auch gestreamt hattest. Aber ich streame halt immer so drei Stunden. Das ist so für mich ganz so eine ganz gute 3 bis 4 Stunden. Ja, mache ich. Ich mache auch mal so drei bis so um die 3 Stunden, je nachdem. Manchmal ein bisschen länger. Das ist so eine Wohlfühllänge. Länger als 4 Stunden ist manchmal schon hart. Habe ich aber auch schon bei ein paar Point-and-Clicks gemacht, dass ich auch mal über 4 Stunden gemacht habe. Ja, schade. Aber ich denke, kennst du Edna bricht aus? Das würde ich gerne noch wissen. Oder liegt das bei dir auch noch auf der Pile of Shame? Weil du spielst ja eigentlich auch ganz gerne Point-and-Clicks, wenn ich das alles so richtig... Oh, noch nie von gehört. Okay. Das ist jetzt ein Remaster von der Originalversion, die von 2008 ist. Das ist die Version von 2018 hier. Und wir sind Edna und in einer Nervenheilanstalt mit Gedächtnisverlust und müssen ausbrechen und haben irgendwie erfahren, dass unser Vater wohl ein Mörder ist und hingerichtet wurde und wir wissen nicht mehr, was in den letzten 10 Jahren passiert ist und erinnern uns langsam daran. Jetzt wird es zum Ende hin ganz gut. Die letzten 2 Stunden waren echt gut. Die erste Stunde war ein bisschen zäh, weil man aus einer Einzelzelle ausbrechen musste. Ja, es hat sich jetzt auch ein bisschen zugespitzt. Es ist ein bisschen surreal, so ein bisschen von der Welt her. Das gefällt mir ganz gut, so wenn man so die Zeitungsartikel liest. Da sind so Artikel drin, die halt wenig mit der echten Welt zu tun haben. Da muss man mal sehen, was jetzt hier alles... Na, sie spricht, hat halt immer ihren Hasen dabei, mit dem kann sie halt sprechen. Und alle Gegenstände halt mit untersuchen. Messer, Gabel, Schere, Licht. Edna schwänzt den Unterricht. Und was wirklich sehr gut ist bei dem Spiel, das kann ich nochmal sagen zum Abschluss auch, die haben für jeden Gegenstand und für jede Item-Kombination einen eigenen Dialog. Stimmt, die Zeitungsartikel waren in der Rückblende des Hasen. Allerdings ist der Hase ja auch das Unterbewusstsein von Edna. Also so gesehen, muss man sehen, wie real diese Zeitungsartikel waren. Aber wir haben ja jetzt hier... Nee, wir haben nur gelesen, dass der Vater ein 8-jähriges Kind umgebracht haben soll. Und deswegen vermeintlich hingerichtet wurde. Und wir wissen, dass der Anstaltsleiter einen Geheimraum hat, wo man ein Wimmern ein,
hört und wo er sich jeden Tag zur gleichen Zeit einsperrt. Das haben wir auch rausgefunden. Also es gehen hier irgendwelche schrägen Dinge vor sich, auf jeden Fall. Und was wir gerade noch festgestellt haben, als wir versucht haben, durch die Eingangstür zu laufen, das passiert hier alles nicht zum ersten Mal, was hier ist. Also das ist irgendwie ein Kreislauf. Sie hat versucht, immer wieder auszubrechen. Sie löschen ihr das Gedächtnis. Dann versucht sie es wieder. Also das passiert ihr alles nicht zum ersten Mal. Das haben wir auch. Haben wir auch rausgefunden. Haben wir noch was rausgefunden? Ja, meine Vermutung ist ja, dass der Vater den Sohn des Anstaltsleiters umgebracht haben soll. Das könnte ich mir vorstellen. Dass er deswegen verurteilt wurde. Und wir haben ja in den Akten diese Codes gefunden mit den Zahlen und den Farben. Das wird alles noch spannend werden, was das alles sich auf sich hat. Ja, einiges rausgefunden. Dann wird es beim nächsten Mal, wie gesagt, an dieser Stelle weitergehen und ich werde eine Karte zeichnen. Ich werde eine Karte zeichnen, das ist der Plan. Damit ich mich nicht mehr verlaufe in dem Haus. Dann wünsche ich allen noch, die dabei sind, eine gute Nacht und wir sehen uns dann hoffentlich vielleicht beim nächsten Mal weiter wieder. Ja, schönen Abend auch noch, schlaft gut und bye.